Also der Server ist aber noch nicht freigegeben, so wie es scheint, ne? Nein, noch nicht. Nee. Mal meine neue Taste drücken. Guck, bald sind hier wieder unkontrolliert durch die Gegend, weil meine Leertaste nicht richtig funktioniert. Au, das war laut. Sorry. Du siehst die Plugins unter Extras, Optionen und Erweiterung. Und Erweiterungen. Du kannst auch Alt und P drücken. Dann kommt das Option-Menü auf. Hallo. Hallo. Das in der Aktivierung ändern, Zola. Man hört die ständig, wenn du irgendwie klickst oder so. Ach so, okay, ja, mach's. Bisschen runterschrauben. Ja. Haben die Supporter unterschiedliche Skins? Ja. Perfekt. Bobby, jetzt mal bitte gerade noch nicht neu starten. Wenn du es vorhattest. Nee. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Gucken. Wer ist das bitte vor mir? Ich bin das. Dieser Name, ne? Dieser Name. Er triggert mich jetzt schon. Wieso? Das war super. Hey, ich brauch mal dein Rat. Was, ja, hältst du, was hältst du von dem Skin? Okay, geht nicht. Besser ist es wahrscheinlich. Ja. Schön so ein Oberkörperfreier. Ja. Nee, das war so. Test. So Big Mama-Style. Also Big. Wo ist meine Salami? In der Turnhalle. Oh Gott. Hat hier wer Pizza bestellt? Warum tue ich mir das eigentlich freitagsabends an? Ich glaube, wir kommen gerade ein bisschen Brockenhusten auch, ey. Brockenhusten? Boah. Ich hoffe, es schmeckt. Oh Mann, mir wurde ein Skin zugewiesen. Was soll das? Ja, kannst mal gucken. Ich bin gerade behindert. Den musst du aber nicht nehmen. Okay, geht bei mir aber gerade nicht. Das sind nur Vorschläge. Okay, ich habe einen. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann mir keinen Skin setzen. Weil du. Oh. Hast du den Hexcode umgesetzt im Rechner? Es hieß, ich brauche den Hexcode nicht mehr um Ende. Auch, immer noch. Immer. Immerhin. Magst du mir kurz erklären, was ich dafür tun muss? Ich habe vergessen, wie es geht. Mach deinen Rechner auf. War mindestens geh in Support, Steve, bitte. Ich hab mit Skins bisher nie wirklich groß zu tun gehabt. Also, öffnen Rechner, Sie ja? Ihren Taschenrechner auf Windows 10. Hab ich getan. Stell ihn um auf Programmierer. Ja. Copy die Hexadezimalzahl aus dem Pad-System. Das ist der Hash. Ah, Hash. Entschuldigung. Ja. Paste ihn in den Rechner. Und dann auf Hex Hallo oder Siri. Was? Und dann auf den DEC-Code copyen und reinpacken ins Admin-Interface. Ist das mit den Punkten? Jawohl, das ist das mit den Punkten. Okay, cool. Oh. Der Ton, die Stimme. Ich mag die, ich mag Punkte, außer die von Flensburg. Verdammte Scheiße, was ist mit meinem Monitoren los? Verdammte Kacke hier. Sorry. Auf den neuen Lappen. Sven, was sagst du? Ich kann gerade nicht, ich muss hier ein Pad eingeben. Du bist ein richtiger Hacker, weil du deinen Taschenrechner auf Programmierer umgestellt hast. Okay, geht nicht. Scheiße.
Fuck hier. Ich wollte mir einen Clown setzen, geht nicht. Ich hab Basel gar kein Skin für. Oh. Hoch? Wie findest du mich? Geh weg. Oh, so gleich. Ich glaube, abstoßen. Ich komme nicht wieder. Alter, wer ist das? Was geht ab, Homies? Wehe, ihr verratet was. Weil dass der direkt hier angerufen kommt zum Rumfummeln, ist klar, Alter. Hau ab. So, muss ich bin dann nahe. Ellie noch drin? Nö. Ellie ist dann unten. Okay, geht nicht. Warum will ich das nicht? Wer rennt denn hier die ganze Zeit in seine Fuge rein? Stell mich mal auf meinen Posten. Dennis. Tschüss. Ja. Richtig cool, eigentlich passiert nichts. Warum passiert nichts? Ja, muss aber. Bleib mal ganz kurz. Funktioniert gar, also passiert gar nichts. Ist 10-stellig, ne? Dann ja, wird Nissa freigegeben. Ja. Ja, geht nicht. Hä? Aber du hast im Admin-Menü hast du den Reiter, ne? Ja, klar. Okay. Nee, ist nicht. Gib mir mal dein Hash. Mein Hash? Ja, ja. Dass er funktioniert hat. Kann sein, dass ich einfach nur kaputt kriege die ganze Zeit. Ahnung, probier's aus. Du gibst hier ohne Punkte ein? Ach lol. Ja, so copiert der den halt, ne? Was soll ich machen? Ja, alle wahrscheinlich gerade anmelden, Mann. So, also ich gehe jetzt, keine Ahnung, ich hab keinen Bock hier auf die alle zu warten. Ich gehe vorne hin. Doch so freundlich heute. Was geht? Ich bin der freundlichste von uns allen. Ja. True story. Oh, da nimmt aber immer Minuten, genau. Holy shit, was ist denn hier los? Oh Gott. Haben wir schon 6 Minuten Verzug, geht ja gar nicht. Tschüss. Ah, diese Wichse hier, Alter. Was bin ich denn jetzt, Alter? Ach, okay. Ist aber nicht so nice gerade. Oh, wo ist denn hier eine Bank? Da. Wie ich immer bei dem Fuckskin lachen muss, ey. Wegen was? Also, Cyborg-Skin. Ich hab einen tollen Skin für mich gefunden. Oh Gott. Oh je. Muss mal reloggen, Boys. See you in a minute. Wer ist denn, warte mal hier, pass mal auf. Ich hab den unheimlich sexiesten Skin jetzt gleich von uns allen. Ach du Scheiße, Alter. Ich hab Angst. Ja. Solltest du. Ultra Angst. Kannst du so lassen. Findest du? Geht mir das? Ja. Wenn es anders sagen kann, dann du. Hallo, was soll das, du Spasti? Alles klar. Also ich, wie gesagt, ich finde den unheimlich attraktiv. Finger weg. So. Die Server werden jetzt aufgemacht, ihr könnt jetzt joinen. Okay. Warum stehe ich hier vorne eigentlich alleine, wo ich eigentlich stehen soll? Warum plöppelt? Wartet mal ab, wie die Gruppen sich gleich spalten. Ich bin nur Mitläufer. Was? Ich hab gehört, spalten? Alter. Oh, Steve. Das war eh nicht deine Baustelle. Voll kurz an. Der muss jetzt klappen. Ich wollte sein, Steve. Sorry, Steven. Ah, fick dich. Nenn mich nicht so. Man merkt auf jeden Fall, ihr versteht euch. Ja, immer. Ja. Sie feuern Wasser bei euch, oder?
Gut, wehe, wenn du hast den Mittelfinger nicht oben, ne? Oh, Alter, ich hab was viel Geileres. Was? Du hast was viel Geileres oben? Den Skin mit dem, dem Himmel draußen, ne? Ist es FSK 18 oder 16? Nee. Oh. Nein, das ist 16. Keine Sorge. Hast du Regeln nicht gelesen? Nö, bin ich auch noch kein Frühbe, kein Eingereister. FSK 12 war der Gute bekommt das Mädchen, FSK 16 der Böse, FSK 18 alle. Die teilen sich. Ja. Und das ist FSK egal. 21 war das Pferd bekommt das Mädchen, ne? Boah. Bin ich froh, wenn alle Plugins angehen, ey. Ach ja, das weiß, was ich ingehen zusammenschlage, dann muss ich es nicht mehr hören. Das ist wieder das gleiche wie mit dem. Was ist der Unterschied zwischen pervers und geil? Bei dem einen lebt das Opfer noch? Nee, geil ist es, wenn man eine Frau mit einer Feder streichelt, pervers ist, wenn das ganze Huhn noch dranhängt. Ja, läuft. Aber da musst du weniger machen. Es ist eher erst pervers, wenn die Frau vegan ist. Leute, hört mal auf sowas. Das ist dann der Moment, an dem ich mich ins Plugin verabschiede. Viel Spaß euch noch. Ja, tschüss. Euer Piso. Dito. Was sagt man denn hin, wie abartig finden soll? Eine Frage. Ja. Ist das mittlerweile gewollt, dass man, wenn man mal auf weiblich oder männlich drückt, dass da mittendrin schon die Haare ausgewählt werden und so? Ja. Okay. Geil. Oh, heute klappt's ohne Probleme. Nice. Oh, hier könnte ein Fehler stehen. Nee, da. Ach, wir machen diesmal nochmal neue Charaktere. Jawohl. Okay, dann diesmal auch hässlich. Ja, natürlich. Ab wann sollte mich das Plugin eigentlich runterziehen? Der Charakter gespawnt wird. Okay, also bei der Stellung noch nicht. Nee, deswegen müsst ihr gleich 1000 lachen, Leute lachen. Letzten Mal. Wie beim letzten Mal. Alter, ist die Frisur geil. Mann, mein Datum ist nicht genehmigt. Hallo? Hallo? Noch ein Supporter Hallo. Da. Ach, ja. Was, 1800 ist okay, also, aber 1700 nicht. Also, wenn du bei dem Namen das T eingibst, geht das Chatfenster auf. Okay. Ja. Das ist nicht gewollt. Nee. Gut. Gut, dann schaue ich es direkt mal auf. Danke. Ich das denn jetzt weg? Ach so, Enter, ne? So ein Kack, jetzt war mein Internet weg. Du brauchst schon Internet. Also wenn man bei der Charaktererstellung aus Versehen so in den Monitor klickt, verschwindet der Charakter. Wenn er zuschlägt, dann steht er irgendwo sonst wo. Was? Was? Wenn du nicht auf deine Pfeile klickst, sondern irgendwo rein, dann spinnt der Charakter rum, weil er schlägt irgendwie, so wird jetzt verstanden. Ja, ich hatte es auch mit T aus, weil durch eine Nameneingabe das Textfenster offen, mit Enter bestätigt, dann hat man die Maus. Und wenn man dann ins Bild reinklickt, um wieder was machen zu können, reagiert der Charakter und bewegt sich einen Schritt nach vorne und steht demnach nicht mehr vor der Kamera. Den hatte ich noch nicht. Alles kaputt machen, oder?
Dafür sind wir da. Und die Maus kriegt man auch nicht zurück. Ja, kauft eine neue. Kauft dir eine Hausefalle, dann hast du ganz viele. Gott. Meiner war schlecht. Ei. Ich glaube, wir spielen Asiaten. Ja, Arme werden überbewertet. Kurze Frage, wenn man Charakter erstellt und zum Beispiel so leere Stellen sind bei den Knöcheln, fühlen die sich dann noch von alleine oder? Nee. Okay. Also nach dem Chatfenster kriege ich keine Maus mehr. Gar nicht mehr? Genau, das gar meine ich. Nicht mehr. Okay, dann einmal reconnecten und den Namen ohne T schreiben. Nein, ich habe schon, also Achso. Dann, ich müsste dann das Spiel komplett neu starten, glaube ich. Echt? Ja. F1 Connect hat nicht geholfen? F1 Connect hilft nicht, nein. Na gut, dann, ja, nochmal neu starten. What the fuck? Das was? Ja, was war das? Wow. Eskalation, kein Problem. Ups, vergessen das Gemüse. Du musst da erinnern dringend. Das ist Tomatensaft, Jungs. Alter. Uiuiui. Mich kennt das aber ernsthaft. Was du mal? Mit Salz und Pfeffer oder ohne? mit. Ihr trinkt den Tomatensaft, das ist doch ekelhaft. Das klang eher, als hättest du Wasser vergessen. Channel switched. Microphone activated. Hey you, what's up? Microphone muted. Microphone activated. Mit den langen Haaren oder was? Nee, mit der Mütze. Also, wollte ich nur sagen. Neben dir. Jo, geh mal vor oder nicht doch. Oh, warte mal, können wir schon Geld abheben? Ach du Scheiße. Oh, da hinten tanzt der Autist. Der Boden ist weg. Ja. Hört mich jemand? Ja, positiv. Okay, wo geh ich denn? Ich geh da hinter. Hallo.
Dann bist du, Janis. Hm? Das ist cool. Microphone muted. Ach, du sollst dann. Ich weiß nicht, ich hab ihn noch nicht gesehen. Ist das nicht dieser Opa? Der Boden ist so frag mit Blicken kurz. Keine Ahnung, warte mal. Weil auch nichts passieren muss. Hallo. Ey, der hat meine Jacke an. Guck mal auf deinen. Ein Glück, er hat nicht noch die Flossen an. Ja, das wäre. Meta! Hallo. Das goldene T-Shirt ist ja super. Ich finde, der Fußboden ist Ansichtssache. Er ist schüchtern. Der ist eine Frage des Blickwinkels. Vor allem ist das gewöhnungsbedürftig, wenn man Höhenangst hat. Ja, die Panzerglasscheiben halten wohl relativ viel aus. Gruseliger wäre es, wenn da unten schon jemand liegen würde. Microphone muted. In der Tat ist es besser, dass man heute Leute auseinanderhalten kann. Zu viele Affen. Microphone activated. Ich würde ja da noch einen Verbesserungsvorschlag einbringen. Wir kriegen von unserem Typen die Telefonnummer und wenn wir den verlieren, rufen wir an. Wo ihr gerade seid und so. Ich glaube, der macht heute Abend einen Call-Center auf. Ja, bloß damit wir wissen, wo die gerade sind. Da ist schon der erste durch hier geflogen. Okay, ich nehme das mit dem Panzerglas zurück, das war doch nicht so stabil. Aber letztes Mal hat das funktioniert, ohne Probleme. Durch Alter. Ey, tritt mir nicht auf meine Schwimmflossen. Dass du damit laufst. Das ist jahrelange Übung.
Das ist aber beim Triathlon viel praktischer, da muss man sich nicht erst umziehen. Das ist modern. Ich bin jetzt Hipster. Wir haben Plexiglas als Boden. Denk mal eher, dass es eine LED-Line war, also eine LED-Wand. Ich höre mich jetzt einfach hier dazu. Nee. Ich bin Jaguar Whitelist, das hat die Kurt, glaube ich, gemacht, heißt er, der hinten die Transe. Okay. Oh, noch so ein Weihnachts. Ja, wie nennt man das? Ein Elf? Ein Weihnachtself. Naja, ob man das auf Elfen anhören. Ein Hirsch für den Wagen ist es nicht. Na, geht bestimmt auch. Kannst ja ein bisschen mit der Peitsche nachhelfen. Ich bin schon mal auf dem Flughafen angekommen, da hat sich der Boden noch nicht bewegt. Ja, ich glaube, die spielt Tetris mit dem Boden, der ist immer so würfelförmig. Und das sind so Illusionen wie in so einem Fahrstuhl, wo der Boden fehlt, wenn man aus der richtigen Perspektive betrachtet. Ich finde auch die Soundkulisse dazu ist super, da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Eigentlich noch so zwei Sushi-Stäbchen hinten durch meinen Zopf stecken. Oh, die Wandvertäfelung bei dem Laden verändert sich auch. Ach, ja, stimmt. Wechselt auch zwischen Glas und... Da hinten ist der Typ, der mir die Jacke geklaut hat. Microphone activated. Glaub mich bloß, wo er die Hose her hat, die gab's bei mir nicht. Das hab ich nicht, bei mir sieht der Laden immer gleich aus, egal aus welchen Blickwinkel ich gucke. Nee, da oben, so. Über der Tür. Über der Tür. Oh, da ist wieder der Herr mit dem... tollen goldenen Hemd. Was? Hallo? 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 Komm vielleicht. Und der Ansicht war da hinten. Eben da. Diese Boden spacken wir immer noch rum. Nö. Bei mir ist da alles in Ordnung. Nur der Boden ist mal weg, Mann. Wieso wurde ich denn jetzt von da hinten von der netten Dame weggeschleift? Wie schlecht. Aha. Wollten dich nicht haben, wahrscheinlich. Hätte ich sowas, würdest du jetzt mal Mitgefühl kriegen. Ist aber blöd. Was? Du Mitgefühl. Ja, aber das... Hui! Tschüss! Tschüss! Das ist so schlimm, oder was? Ich schätze mal, das liegt auch ein bisschen an der Grafikbelastung, weil ich tippe, die ist auch höher als sonst. Also sonst hatte ich nicht 90% GPU-Auslastung. Was? Für morgen warst du im Gespräch heute, du bist gewaltlich. Was für eine hast du denn? 92. 60 FPS, 92% ausgelastet. Was? Was? Nee, da stimmt, dann stimmt ja irgendwas bei dir gerade nicht, weil ich habe gerade mal 30%. GPU, nicht CPU. Ja, GPU. GPU habe ich 60. Also ich habe gerade nur 30. Welches links? Hier links, hat sie ja gesagt. Ja, nee, meine. Hey, du da oben auf der Lampe, komm mal wieder runter hier. Prozent ein. Na gut, Porn 80. Ich hab keine Einstellung zuletzt mal verändert. Was? Vielleicht ein Reconnect? Verlegt bestimmt durch den Boden. Und das gibt hier so nette Herren, die bringen dich her. Bis gleich. Ja, das ging aber flott. Aber ich wurde nirgends hier geportet. Weil ich hier wieder stehe, 99%. Aber jetzt ist der Bodenbug weg. Egal wie ich gucke, jetzt ist der Boden immer da. Da war er weg. Luft sitzen.
Ja, jetzt geht sie so langsam runter, die Grafik. Ja, ja, wobei 50% sind sie immer noch. Das Ganze ist die jetzt hier. Ja gut, vielleicht kann es auch daran, daran liegen, dass ich die Nachbearbeitung bei mir runtergedreht habe. Das hilft auch schon viel. Ja gut, wobei 50% sind ja in Ordnung. Ja. Man gibt ja nicht ohne Grund einen Haufen Geld für eine Grafikkarte aus. Genau. Du willst ja auch ein bisschen Grafik sehen. Ist das normal, Stammisse, dass der Boden unter mir verschwindet? Probier mal ein Reconnect, bei mir hat es geholfen. Ja, aber es hilft mir jeden Tag. Connect machen dann. Soll's weg sein? Also bei mir war es dann weg. Ja, bei mir auch, so danach kommt mich keiner mehr her. Oh nein, der Power Ranger verschwindet. Stimmt, das war bei mir auch so. Ja, jetzt kommt er wieder. Also Reconnect hilft gegen schwindenden Boden. Ja. Confirmed. Wer ist eigentlich wer hier? Ich bin ich. Okay, der Guten, glaube ich, ist der, was sitzt. Der Schokohase? Ah, okay. Gut, der mit dem weißen Kran da, das ist dann der Rave. Der mit dem Cowboy-Hut, das ist der Chris, ne? Der, wie heißt der jetzt? Oder so. Ich erschule. Oh nein. Foley, wie heißt der jetzt? Der Bailey? Ja, oder wie war der? Das Casely oder so, irgendwas. Casey oder so, glaube ich, ne? Ja, irgendwie sowas. Casely, ja. Homo Casey oder so. Brian Casey, war das richtig? Casey? Brian Casey? Cool. Brian Casely. Brian Casey, merke ich mir nie. Okay. Abkürzung für Casey ist Foley. Was für ein System? Ja, ja. Das heißt, nicht hinsetzen meinst du, um zu sagen, oder was? Nee, du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Oh, danke. Für das Käse-Sandwich. Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Wer auch immer, wer mir das gegeben hat. Eins zu nur für die Katze. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe irgendjemandem ein Käse-Sandwich weitergegeben. Hallo. Mikrofon aktiviert. Eine Runde Golf spielen. Alle laufen der Frau hinterher. Geh mit verschränkten Armen weiter. Nee. Jeder braucht einen Quoten. Wir brauchen immer eine Minderheit. Oh mein Gott. Du hast eine Stadtkarte erhalten. Whee! Eine Stadtkarte erhalten, oh mein Gott. Da hinten unser glatter Man da hinten läuft weg. Gar nichts rücken, Kreis. Finger weg! Kreis. Alles klar. Boah. Sind wir jetzt weniger als beim ersten Welle? Jo. Oh, schade. Auf der Straße stehen, oh yeah. Mikrofon muted. Ey, glatter Man, komm nach vorne! Alles mit der Wald. Schnier, was ist so? Mikrofon aktiviert. Es rennt da. Oh nein! Wir können in zwei Schritt gehen. Yeah. Hey, zwei Reihe, Mann. Peach ist nicht da. Du hast mit mir ein Support-Gespräch heute gehabt. Kannst du das wegspielen? Oh. Ja, und trotzdem bestanden. Ne? Das ist ja auch. Das ist ja auch wie ein Idiot. Oh, schön. Wer ist das nicht du gewesen? Ich hab's auch gar nicht erwähnt. Ja, aber. Hätte ich mir da, wenn du hättest noch strenger sein können, wäre für mich fair gewesen. Hätte ich gesagt, okay,
Weg durchfahren. Okay, hallo. Oh nein, nicht schon wieder! Ja, eben. Das ist der springende Punkt. Der 20. Server, das ist überall das Table, es wird nichts Neues kommen. Warte mal, höre ich den nicht? Ja. Ja. Also ich nicht. Ich bin im PD. Was ist SD? Ich hab mir sie eh nochmal angeschaut. Ich habe mir sie schon angeschaut, keine Sorge. Mich interessieren mehr die Gesetze als Polizist aus den Serverregeln, ehrlich gesagt. Na, ich weiß, wer braucht Serverregeln. Ja, halt die waren die wäre interessant. Ich werde laufen, ich muss mal neu starten. So, das ist jetzt noch ein Gag raus, okay. Hallo. Was, wo? Also bei mir auch. Wenn du die Kacke löscht, hier, kannst du das da nicht runterladen? Eigentlich noch, oder nicht? Warte mal, die sind doch da. Fuck, ich habe bei der falschen IP. Okay, ja, hat sich erledigt. Das war einfach nur dein Rage-IP, was du installiert werden musste. Hast du gehabt? Ach so. Mikrofon aktiviert. Muted. So, wenn es nicht geht, dann schreib einfach nochmal im Discord oder im TeamSpeak, ja? Ja, okay, alles klar. Mikrofon aktiviert. Eine Frage, hat sich da irgendeine Version geändert? Weil im Discord war nichts geändert, ne? Ne, jetzt hat sich nichts geändert. Ich habe das Gefühl, da hat sich die Position gerade nicht geupdatet. Ich habe immer dieselben Leute gehört, obwohl sie weggelaufen waren. Okay. Aber ich probiere gerade einen Reconnect. Ja. Mikrofon muted. Ah, oh, jetzt hat's geklappt. Oh, endlich. Channel switched. Und nicht mehr zurück. du Bass? Hui. Aber unser Astronaut ist gerade zum Mond. Bass? Ja, bitte. Ja, ja. Welche steuern wir denn an, wenn wir jetzt fusioniert haben? Ah, lass mich mal kurz gucken. Wir steuern das Schönere natürlich an. Ich würde sagen, wir gehen zur... Was hattest du? Krankenhaus. Ja, nee, wir gehen zur Kirche. Kirche, okay. Ich bin nicht bekannt. Hochzeit. Gut. Wir bewegen uns auch schon mal runter. Jawohl. Ich gehe immer hinten. Ja, eigentlich müssten meine Schwimmflossen doch genug Luftwiderstand produzieren, und alles in euch dass ich springen kann. Also ja. Taschen anziehen, falls noch jemand nicht kennt. I.
Und dann habt ihr eine Tasche im Inventar und dann halt da auf die Faust klickt. Einer? Was? Einer? Einer. Oh Gott! Ja, Flossenmann kommt! Aquaman! Boah, das ist echt nervig! Er ist selber schuld, fahr mal eine Rolle jetzt gleich damit. dann hört man nur die ganze Zeit so ein. Plap, 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 plap. Genau. Was auch immer du dabei tust. Das willst du lieber nicht wissen! So, und was ist das? Ja. Was war das jetzt? Kirche oder was? Ja. Wir werden gesegnet, meine Freunde. Nach hinten fahren. Könnt euch dorthin bewegen. Nein, ich will keinen Helm, ich bin cool. Das ist meiner. Okay. Doch, man lässt mich nie wieder sitzen. Oh, streitet euch um euren Roller. Ey. Ich würde ja gerne irgendwie einen Roller ausparken, aber... Lass mich raten, das ist eine von den neuen Frisuren, wenn da so mein Zopf hinten aus dem Helm rauskommt. Genau, ja. Okay. Wohin wir? Ah, da, jetzt. Ich hat ein bisschen gedauert. Dahin. Warte, ich stell mich dahin. Wheelie! Och. Ja, weiß auch nicht. Polizei gibt's noch nicht, also. Ja, aber ich warte irgendwann doch, dass hier ein LKW lang fährt. Miep, miep. Was kommt da gehört, Alter? Weihnachtsmarkt Berlin? Was? Boah, der war schlecht. Der war ganz schlecht. Das müsste ja mit gewesen sein, oder? Wie ich die gehört hab. Microphone muted. Microphone activated. Ich setz mal meinen Helm ab, das sieht so scheiße aus. Besser. Ja, wo ist die Kirche? Ich bin Anführer der chinesischen Rollergang. Chinesischen Rollergang? Boah. Die Rollkusa, genau. Psst. Hi. Was ist das denn für ein Stalker? Genau. Weißt du, wo die Kirche ist? Hast du keine mehr? Nee, ich such grad. Oh, ich denke, wir fahren mal ein paar Runden, oder? Die Kirche oben in Nordanwein, wo? Ja, irgendwer muss führen. Ja, warte, ich hab's. Okay. Was bleibt hier mit führen? Unser Master Chief. Er hat und ist weg. Ja, der hat bestimmt okay. Cortana als Sprachassistent im Roller. Wartet noch, nicht den nachfahren, warten. Oh Gott. Wow. Wow. Wer immer bei mir sitzt. Ah, der wendet! Jetzt soll ich dann? Alle da sind. Also Herr Mast. Pam, 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 pam. Oh Gott. Genau, yeah. Oh je, die Sätze kommt doch auf, ne? Schule, ey.
komm, wir fahren in den McDrive. Lass mich überlegen. Ja, aber da ist sie nicht markiert. Hallo, ich habe die chinesische Rollergang gegründet, wiederholt. Go fuck yourself! Go fuck yourself! Da oben. Okay, alles klar. Du hältst dich an nichts. Bei dem Einsteigen bzw. Aufsteigen beim Roller kann man das als Beifahrer nur auf G legen, dass man nicht immer mit F auch als Beifahrer aufsteigt. Wäre nicht schlecht, ja. Ich habe gehört, Rage hat damit Probleme bis zum Absturz. Echt jetzt? Das Thema haben wir doch Mittwoch, glaube ich, schon mal, ne? Ja. Sag mal, das ist jetzt offizielles Ganggebiet der Hell's Chinese. Oh Gott! Von Toy Story, oder was? Ah, konnichiwa! Wollt ihr meine Lola-Gang beitreten? Wir werden jetzt gleich mal kurz den Server neu starten. Oh oh. Es wird nicht wehtun, Leute. Ja, das sagt der Arzt auch immer. Wow. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Hoffentlich kommen wir hier wieder raus. Schnell. Ihr müsst euch neu connecten. Warum kniet er sich in die Mitte einfach von warten. Uns, will der uns was sagen? Er kniet sich in der Mitte vor uns und... Nein, okay. Ihr seid übrigens nicht mehr am Server, ja? Das ist super. My friends. Oh, hola señoritas! Einfach mal schlafen. Como está? Oh! Hallo. Service. Welcome Hallo.
Doch gesagt, es tut dich weh. Jetzt ist da noch einer, der meine Jacke geklaut hat. Ey. Man muss geduldig sein. Muss man Astronauten anzukennen. Liegen. Ich muss ihn mal kurz anziehen. Hast du unter deinem Astronautenanzug meine Jacke versteckt? Ja. Sieh nicht mit den Hells Chinese an. Schwebt. Der vierteilt dich mit einem Lolla. Ja, Ling. Machen aus dir Mochi, ja. Also, ach du Scheiße. Ich suche mir eine andere Gruppe. Ja. Tschüss. Werde dich viel leilen. Werde dich viel teilen. Geleilen mit Lolla. Oh, ich hab grad spontan. Du triffst gerade auf deinen Knochen rum, pass auf, sonst fällt er hin. Lass mich warm dazu. Naja, das ist kalt. Das sieht nur warm aus. Ich glaube, ich habe eine Idee für einen neuen Charakter. Oh je. Das kann ja was werden. Ach nee, oder? Der ist schon im All. Boah, der ist schon gerade in der Pipeline. Der will. Riesige Lollerlängen. Was? Bitte nicht. Ich glühe den eigentlich in die Lollerlängen. Wieso ist der grau? Ich kenn den nicht. Das ist eine Statue. Bin ich vier Leine mit Lolla. Das ist eine Statue. Müsst ihr jetzt noch eine Pose machen oder dann irgendwo rumstehen? Warum macht unser Astronaut eigentlich immer so einen Abflug, als wäre er schon im Weltall? Da hatte ich gerade eben auch, jetzt hast du wieder bewegt. Oh ja, hi E.T. Alien vs. Predator. Einfach nur E.T. Ist mich also, nicht. Also, der Astronaut hat mir besser gefallen. Das Alien nehme ich nicht mit auf meinem Roller. Ja, ich glaube, das ist nicht das Alien, das ist seine wahre Gestalt. Das knabbert immer von hinten an dir rum. So einmal die Zunge quer durchs Hirn. Danke. Einmal so die Zunge quer durchs Hirn. Tolle Vorstellung. Lecker. Also am besten so linkes einmal Ohr rein und am rechten Rohr wieder raus. So. Einmal Hirnwindung sauber lecken. Warum erinnert mich das jetzt an Scary Movie? Ja. Ich dachte schon, jetzt kommt was anderes. Die Geschichte in dem Klo. Hol mal wieder Luft zwischendurch, du bist ja nur am Abfeiern gerade. Ich kann nicht mehr. Wir fallen hier nicht den ersten Toten auf dem Projekt haben. Ja, genau. Oh, fuck my life. Warum bewegst du dich? Ist, weil die Chinesen die Lolla lenken. Boah, das wäre echt eine gute Idee. Schön. Sorry. Ey, willst du Stress? Ich mache den Sushi aus dir. Ich will mich nicht mit den Shiny Sets anlegen. Okay. Bash ab. Warum verprügelst du einen Roller? Der gibt es nicht. Hallo. Frust ablassen. Was ist das denn für ein Streber? Nein, er hat mein echtes Ich gesehen. Der Informatiker kommt durch. Der Informatiker kommt durch. Oh, schön. Ja, sieht halt schon so aus. Oh. Ja, jetzt ist der Informatiker wieder. So, Tom, du bleibst hier mit ihnen. Ich geh mal kurz bei den anderen die Tür aufmachen. Tom? Ja, natürlich. Ah, Tom, hi. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo, Ikuto. Noch ein Fall für die Lala. Nein, da fehlen noch die blauen Haare. Ach, stimmt. Sorry. Nehme ich zurück. Ich vier Leilen mit. Lolla. Ich will gar nicht wissen, was der noch so alles unter dem Astronautenanzug verbirgt. Vor allem sind wir alle in einer Schicht oder wie, oder was? kein Zwiebellook. Ja, klar. Bis wieder sein wahres Ich rauskommt, der als fettes Alien steht. Kannst du Pantomime? Komm mal Pantomime. Er ist ja so einer, der stillsteht. Ach so. Kann man den schubsen und der steht. Ist das wie bei den Briten? Du haust dagegen und der bleibt immer noch stillstehen? Ja, so ähnlich. Warte. Nein, oh nein! Warte, ich muss auch noch weg. Oh, oh, oh. Warte, Astronaut, geh mal zur Seite. Ich will mal gucken, wie lange der stillsteht. Oh, oh. Ja, aber nicht mehr als einmal. Ich glaube, ich habe ja, ich hab dem gerade eine Million gegeben, der muss jetzt was machen.
Was, er hat eine Million? Schön. Dann schlage ich nochmal. Der hat 2 Millionen. Nein, nee. Ja. Wie jeder von euch. Was? Tatsächlich. Also, ihr habt 1 Million auf der Hand und 1 auf der Bank. Wow. Guck mal, was er. Die Statue kann ihn salutieren. Können wir zum Luxus-Car-Händler fahren? Mein Gott, ich habe tatsächlich 2 Millionen. Jetzt kann ich durchbrennen. Können wir zum Luxus-Car-Händler fahren? Brauche ein neues Auto für chinesische Lollerlängen. Wie war das? Ich halte doch richtig Steuerung. Jetzt musst du die Millionen auch teilen, oder? Ich glaube, ich gehe mir jetzt Frauen kaufen. Da reichen bei dir nicht 2 Millionen. Hat er jetzt gerade gesagt, er geht sich jetzt Frauen kaufen? Ja, sonst will ihn ja keine. Nehmen wir bei dir doch lieber noch 1 Million mit. Oh je. Janus? Ja. Ah, du siehst wieder normal aus. Ich habe richtig viele Arrows bekommen, ey. So, warte. Gut. Ich weiß nicht, welchen Charakter ich spiele. Okay, wir gehen jetzt mal zur Küche. Okay. Wo gehen wir hin? Zeigen wir euch in die Magie des durch die Tür gehens. Achso, durch die Tür. Solange ich nicht die Beichte ablegen muss, ist alles in Ordnung. Was ist, wenn ich anfange zu brennen? Herzlichen Glückwunsch. Mal, müsste ich da nicht beim Eintreten brennen? Ah, Schwulze. Wer heiratet denn jetzt? Hopp, hopp, Guinness, rein. Oh, Error. Crash. Nee. Einfach die Fehlermeldung. Please. Voll weg in Wuch. Und Ende. Die Kirche ist, glaube ich, nicht so gut. Nee. Jenna ist auch rausgeflogen, ne? Hab doch ja, angefangen richtig. Zu brennen. Channel switched. Ich mach mal einen Screenshot davon. Fehlermeldung wäre schön, aber ich habe einfach nur einen schwarzen Bildschirm. Neu starten oder noch warten? Ah, jetzt passiert aber. Das ist eine gute Frage. Jetzt ist das Spiel rausgeflogen komplett. Ja, wollte ich auch sagen, bin komplett raus. Ja, sollen wir schon reconnecten oder? Keine Ahnung. Hallo, aber wir sind animiert. Das ist nicht gut. Ja, moin. Auch der anscheinend doch Crash. Ja, das kann der Port Crash dann, okay. Ja, aber das Ding ist bei mir, ich bin im Ladescreen, mein Game ist nicht gecrashed. Doch, Game ist komplett gecrashed. Meins auch. Ich weiß nur nicht, ob wir warten sollen oder schon wieder laden sollen. Aber eben kurz warten. So, jetzt so. Ich hab vorher noch gesagt, ich fange an zu brennen, wenn ich die Kirche betrete. Ich hab die Fehlermeldung mal abfotografiert. Du hast eine Fehlermeldung? Ja. Oh, du glücklicher. Fallback Invoke Error Nummer 2. Ich hatte noch einen S-Type Bildschirm. Error. Jetzt habe ich wirklich einen Error bekommen. Soll ich mal einen Screen davon machen? Schaut mein Discord Fehlermeldung. Da sind schon 2 Bilder. Ich guck mal, ob das dasselbe ist. So. Ja. Ja. Hier und da ein paar Buchstaben weg, dann passt. Ja, gut. Ja, ich hab dieselbe, die Charlie hat. Ich starte schon mal den Launch und dann kann der schon mal Daten bereinigen. Wir schauen gerade nach dem Fehler. Mhm. Man kann die Kirchen betreten. Multiplayer started dasteht, habe ich einen Game Crash. Also einloggen ist auch nicht. Nee, einloggen geht auch nicht.
Einloggen müsste eigentlich gehen. Also es kann sein, dass Rage2P sich aufgehangen hat. Also bei mir tut sich tatsächlich die ganze Zeit dann immer wieder GTA an. Crashen. Ach so, okay. Weil ich, denke ich mal, in dem Übergang zur Kirche hänge. Kommt da eine Meldung im Hintergrund? Nein. Bei mir auch nicht. Wir wollten gerade ins Lizenzamt und jedes Mal, wenn ich gerade wieder in die Map reinfliege, quasi, hängt sich alles auf. Dann hörst du dieses tolle Windows-Geräusch und dann steht da... Dann habt ihr die Fehlermeldung, einfach mit okay bestätigen. Bitte was? Einfach durchtappen und dann habt ihr diese Fehlermeldung. Dann könnt ihr die wegklicken. Nee, bei mir ist tatsächlich Programm reagiert nicht mehr. Programm schließen. So, prinzipiell müsste der Fix jetzt funktionieren. Ach genau, keine Rückmeldung war das. Also einfach nochmal ausprobieren. Nee, warte ganz kurz. Okay. Eine Sekunde. Ja, mein Game crasht auch noch direkt beim Starten. Fehlermeldung. Ich kann die Fehlermeldung nicht wegklicken, weil ich damit meinen Mauszeiger nicht hinkomme. Ja, ich hab meinen Fehler gepusht. Danke, hi. Moin. Can't join Server. Hi, na. Okay. Ah, jetzt. Hi, na, hallo. Wie geht's? Das waren 5 Fehlermeldungen. Die Beams. Ach Gott. Ja, willkommen zurück. Ach, nee, ja auch. Tobi hier? Ja. Channel switched. Channel switched. Oh, nochmal. Oh. Channel switched. Error. Hallo. Hallo. Mikrofon aktiviert. Hallo. Hallo. Ich dachte schon, irgendwas funktioniert nicht. Ich hatte eben einen Fehler. Das habe ich auch gerade die ganze Zeit, aber irgendwie scheint es jetzt doch zu funktionieren. Darf nicht rein. Warum auch immer. So ging's ohne Fehler, der Rico. Ich mal probiere da reinzugehen. Drin. Das ist ja einfach. Microphone muted. Eigentlich nicht. Microphone activated.
Channel switched. So habe ich in der Kirche niemanden gehört. Microphone muted. Aber ich kann nichts machen. Hallo? Hallo? Mikrofon aktiviert. Hallo? Ja, Janis? Mhm. Ich bin jetzt bei mir im Servergang im Wasser gespawnt, dann kommt er nicht mehr weg. Jo, einfach im Discord schreiben mit Name, dann wirst du geportet. Ach, okay. Rein. Microphone muted. So diese Bösewicht-Lache gerade. Ich schau wieder mein Sakko an. Geht es denn in Sprachlautstärke? Nö. Microphone activated. Oh. Dann müsst ihr wahrscheinlich das ganze Spiel nochmal neu starten. So, ich höre so, Menschen. Es steht noch alles, Gott sei Dank. Das sind sogar noch Anzughosen, was für ein Streber. Wir haben keine Streichhölzer gefunden, sorry. Hallo. Hi. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ah, der Weihnachtself ist wieder da. Kann auch wieder gehen. Ja. Wir versuchen jetzt alle mal nochmal rauszugehen. Sagen. Ja, mach mal. Also, Peter hat mir gerade keinen mehr. Jetzt bist du gerade drin, jetzt musst du wieder raus. Ja, ja. So. Hey, das funktioniert jetzt. Okay, und jetzt gehen wir nochmal rein. Einzel, aber nicht so schnell. Erstmal gucken, ob die Einzelnen dann auch bekommen. Komm, Ling, geh rein. So, der nächste. Was? Das, was du gesagt hast. Die chinesische Lollerleng? Ja. Ja, die finde ich auch gut. Der lässt bei euch mal 2 Sekunden allein, dann geht's in Lollerleng, oder was? Und, ja, und das Lustige ist, es werden ja. Lollerleng. Und dann werden es ja auch noch 3 Chinesen. Ja, Lai Lung mit Loller. Die Chinesen mit dem Kindribis. Was, jetzt machst du mir Angst mit deinem Charakter. Weiß. Wer? Die Sprachlautstärke funktioniert immer noch. Du weißt genau, wen ich meine. Also, in einem Grund. Den würde ich auch echt sehen. Bin ich jetzt? Da ist ja noch ein zweiter, der mir meinen Sakko klaut. Ich werd hier blöd. Joker. Falls das von Interesse ist, Janis. Wenn's der Joker persönlich ist, schneide ich dir Sakko vom Körper. Ich starte nochmal ganz kurz neu. Wir starten nochmal neu. Okay. Oh oh. Bis gleich. Die Hütte brennt. Ich habe immer noch keine Streichhütte gefunden. Sag mal, wer hängt denn hier eigentlich an der Wand? Ja, die Kirche wird auch nur elektrisch beleuchtet, keine Kerzen, das ist gut. Der Tier sieht echt motiviert aus. Triech. Deswegen bewegt ihr euch alle. Oh. Hallo. Ah. Aber wird gerestartet. Grüß Gott. Grüß Gott. Felix, kannst du bitte nochmal zu dir porten? Ja. Das funktioniert nicht so super mit dem automatischen Reconnect, oder? Nee. Doch. Ich bin reconnected, ich bin wieder dran. Genau. Also ich sehe mal nur den Wasserfall und passiert gar nichts. Bei mir lädt's. Warten. Ich hab vorhin 10 Minuten gewartet. Kein Stress jetzt.
Ja, echt. Ja, da geht's wieder. Da geht es doch wieder. Channel switch. Hä? So. Keiner einen Fehler gemacht. Mal alle rausgehen, bitte. Jawohl. Keiner hat einen Fehler gehabt. Uns konzentrieren können. So, dann nochmal rein jetzt. Was geht denn da? Das ist der Nerd. Der nächste. Ich dränge mich vor. Nope, keine Fehlermeldung. Nope, ich auch keine. Alles klar. Gut. Ich auch das nicht. Scheint gefixt. Dauert so ein bisschen, bis er lädt, aber es geht. Ohne Fehler. Ah, oh, gut. Gibt ja Schlimmeres. Das geht eigentlich relativ zügig. Wir müssen uns ja auch erstmal an die Dunkelheit hier in der Kirche gewöhnen. Natürlich. Also so dunkel ist es nicht, sonst würde mein Pullover leuchten. Ach, so, dann machen wir das ja. Mal. Ach ja, stimmt, der leuchtet. Mach mal. Ein Leuchtkäfer an die Tacker. Na, ich hab grad den Roller umgetreten. Jetzt ja auf Roller vom chinesischen Dollarlook zu vertreten. Nochmal rein? Hm? Das jetzt alle? Irgendwie fehlen hier Leute. Ja. Meine, wir hätten noch 2, 3 gehabt. Ja, da fehlen noch welche. Ja, 1, 2 fehlen noch, tatsächlich. Ich hab da knapp die Tür. Nee, aber die waren nicht vor der Letzte eigentlich. Rein und raus. Geh doch mal mit denen weiter, ich geh kurz bei Steve auch mal. Ja, rein. Oh. Also ich weiß ja nicht, aber so länger ich mit dem Outfit rumlaufe, umso mehr gefällt mir das irgendwie, ne? Was? Das mit dem Rein- und Rausgehen? Nein, mit meinem Outfit. Achso. Naja, Adventszeit ist doch schon. Ja gut, die Hosen passen jetzt nicht so ganz dazu. Das ist doch egal, das sieht trotzdem irgendwie stylisch aus. Das ist stylisch. Hör wieder raus? Na, da hinten steht immer noch einer beim Altar. Jetzt hör auf Gott anzubeten und komm mit. Der ist bestimmt im Kopf. Hier ist sogar so ein Weihnachtsgeschenk. Oder ein Euro. Was denn? Hältst du jetzt eine Weihnachtsansprache? Und wieder raus oder was? Und wieder raus. Und wieder raus. Wieder raus. Scheint hier zu klappen ohne. Und wieder rein. Also es scheint zu funktionieren. Wir machen jetzt den Mega-Stress-Test. Jetzt geh mal rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus die ganze Zeit. Dabei geht es jetzt tatsächlich nicht ganz um. Wieso? Geh ja, den Boden drin bist du, muss warten, bis du dich zugeladen hast. Komm hier rüber zu mir. Na, da muss kurz warten. Was? Ja, das hat mir vorhin auch schon gut zu dritt hier. Genau, ja. Ach, das ist Mega Man, der da vorne steht. Also rein dauert länger als raus. Ja. Das ist ja interessant. Hä? Was? Wow. Das ist richtig so. Okay. Hab zwar beim Reingehen immer noch ein bisschen Angst, dass die Tür zerquetscht, aber es scheint zu gehen. Der Tobi sieht immer so aus, als wenn er gleich durch den Boden fällt. Ja, der Astronaut, ne? Der macht mir auch Sorgen ein bisschen. Ja, der hat das Problem mit dem Boden halt, ne? Ja, der ist noch in der Schwerelosigkeit. Aber witzigerweise knapp die Lautstärke einstellen wieder gerade. Weg ist er. Von der. Oh, das oh, da oben kommt er wieder. Ich glaube, der hat irgendeinen Sturm im All mitgemacht, den er nicht mitmachen soll. Was ist los, Tobi? Alles klar, kann man irgendwie helfen? Sah gut aus. Gut. Kann ich dich auch für den Kindergeburtstag engagieren? Die armen Kinder. Oh. Wo ist denn hier Buzz Light hier? Mit meinem Anzug.
Da vorne. Ach nee, das da ist irgendwie... was halt hier. Stimmt. Keine Ahnung. Der ist, glaube ich, bei Steve Tour aufmachen hat geheißen zum Schluss. Das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Ja. Steve hat die Türklinke nicht gefunden. Ach was. Der Master Chief ist wieder da. Stimmt, ja. Der macht das gleiche wie der Astronaut. Oh. Ja, genau. Kann das vielleicht daran sehen, dass ihr einfach als Admin hier drin seid oder so, dass ihr einfach auch das Problem habt? Ui. Ich glaube, der Astronaut hat wirklich mit Schwerelosigkeit. Aber der Master Chief auch? Ja, alle, die mal im All waren. Ah, okay. Ja, die dürfen die Linie nicht übertreten, dann ist alles gut. Alter. Don't cross the line. So, wir gehen wieder raus. Jawohl. Nein, wir gehen nicht mehr rein. So, dann bereiten wir uns auf den nächsten Schritt vor. Wir sind halt Leute reingegangen. Ne? Ja, selber schuld. Oh, schön. Ich hol dir mal raus. Ich werde dir wundern, warum keiner nachkommt, oder? Ach, Tom ist ein Spielverderber. Tom geht rein, dem und geht dann noch. Oh, wie schön. Oh, geil. Ist das hier Mobbing, oder? Ich hab gesagt. Wenn der Tote wär's, okay, ein Moment. Wie will der Master Chief? Ah, so ein Bodybuilder wäre nicht schlecht. Will nicht jemand irgendwie mal den Charakter wechseln? Okay, wir suchen jetzt mal ein paar Mülltonnen. Ein paar Mülltonnen? Mülltonnen? Gibt's Abendessen? Mit oder ohne Donner? Oh. Mülltonnen? Okay. Runter zur Grove Street, da gibt's genug davon. Ach, mit Lola. Wir fahren. Ah. Okay. Ja, natürlich. Ich gerne auf meinen Roller. Das ist meiner. Wo ist denn meine Kiste hin? Ist das meiner? Mülltonnen! Bei uns auf dem Server gibt es keine Möglichkeit, Items einfach verschwinden zu lassen. Wenn ihr welche wegschmeißen wollt, müsst ihr zum Mülltonnen gehen. Nein. So, wenn ihr hier auf Inventar klickt, könnt ihr auch Sachen in den Müll werfen. Bitte die Angel, wenn ihr eine habt, nicht wegwerfen. Ich hab keine. Ich hab keine. Ich hab wieder mein Käse-Sandwich aus dem Müll geholt. Ich hab keine Mülltonne. Oh, lecker mal... Käse-Sandwich aus dem Müll. Nee, ich muss einmal in zum Equipment und wieder zurückgehen. Ich schmeiß mir das Wasser weg, ich trinke nur Champagner. Alles klar. Ah, okay, wenn man auf das Faustsymbol ja, geht. Einmal Müll und einmal nicht Müll. Alles klar. Okay. Ich konnte jetzt ein Käse-Sandwich wieder rausnehmen, habe eine Meldung bekommen, der Gegenstand ist nicht vorhanden und liegt trotzdem in den Inventar. Ich glaube, wir haben den zerrissen, weil wir den gleichen. Das hatte ich auch, ja. Das war mein Käse-Sandwich. Aber das ist ja ein Duping. Du hast noch auf den Krümel. Ist ja ein Duping-Bug, ne? Wenn man gleichzeitig rausnimmt. Ja, aber jetzt mach mal den Inventar zu und wieder auf, dann hast du es nicht mehr drin. Hab ich nämlich gerade gehabt. Ja, Duping kannst du eigentlich nicht betreiben, weil alle Datenbankoperationen sync ausgeführt werden. Okay. Deswegen. Nimm mal was raus, mach den Inventar zu und wieder auf, dann ist es nicht mehr da. Also machst du mir zumindest gerade. Ja, nee, richtig. Ja. Eigentlich gewollt, dass wenn man Drag and Drop macht und das Item ganz nach rechts zieht, das Menü immer weiter nach links rückt? Nee, eigentlich nicht. Was? Bei mir nicht. Ah, doch, bei mir schon. Oh ja, wenn man doch. Das Lebensmittel ja, ja. Zieht schon. Ja. 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 Aber das geht auch nur in die eine Richtung. Ja, wenn man es nach unten zieht, geht es nach oben.
Okay. Da was? Kann man sogar aus dem Bild rausschieben. Okay, das ist lustig. Aber das geht nur nach rechts und unten, oder? Ist vielleicht für größere Auflösungen vorgesehen. Ja, nach oben und links nicht, ja. Ja, ist ich denke mal, dass wir verschiedene Auflösungen haben, wenn es beim Herdersinn so ist. Ist das so gewollt, dass man die Sachen nicht auf die Straße schmeißen kann? Oder einfach wegschmeißen kann? Ja, das ist gewollt. Ja, wer zockt denn mit 4K? Ich nicht. Ich auch. Schiebt sich das da auch? Das hängt aber, glaube ich, nicht an der Auflösung, oder? Nee. Ja. Doch, tatsächlich schon. Was? Was? Bei jeder bei Auflösung? 21:9 geht's auch. Das ist halt ein CEF-Browser, der auf eine Größe programmiert wurde, ne? Ich habe 1080p und deswegen schiebt sich das. Ja, ich habe das schiebt sich bei jeder Auflösung, das ist einfach... Okay. Muss man fixen. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter, aber wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Moment. Haben wir mit Bulls? Das wäre witzig. Yeah. Ja. Wir fahren mit dem Bus. Komm, Freddy, Bus bauen. Freddy, Bus bauen. Gucken, ob das geht. Alle aufstellen in einer Reihe. Spaß. Neben dem hinter mir will ich nicht sitzen. Nee, geht nicht, weil es gespawnt ist. Okay. Geht nicht, weil es gespawnt ist. Wir müssen einen kaufen gehen. Ja, das ist reingekommen. Da ist doch einer reingekommen. Kann nicht reingekommen. Da ist doch einer reingekommen. Da sitzt doch drinnen. Geht doch. Was wird einfach drücken, wird einfach reingehen. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Mit G müsst ihr einsteigen. Ist so. Nee, mit F. Ja, du musst aussteigen, dann geht das. Ja, zeitgleich geht schlecht. Hm? Da muss man drücken. F, E, G, was denn? F, angeblich. Nee, nee, ich glaub das... Länger alles gedrückt gut. Halten, aus. Alles, nee, alles gut. Das ist, weil er gespawnt ist. Alles gut, wir holen dann uns nachher einen ab. Warum trinkt der Kaffee? Ja? Da hinten trinkt Kaffee hier bei mir. Okay, wie aber ich glaube, die hören dich da drin, die könnte das sein. Keine Ahnung. Oder die könnte ich mal aussteigen, ach doch, könnte ich. Da kann ich... Sprich weiter. Jetzt sind wir da drin. Also ich hole euch gleich ab. Bleibt immer hier mit denen, Tobi. Du willst das abholen, ne? Häubchen wechselt dich. Nicht auf der Straße stehen, Kinder. Wenn man einmal drin war, geht's. Tot. Will jemand telefonieren? Du. Zeit für eine Runde Flappy Bird, würde ich sagen. Wird mal wieder länger dauern, oder was? 1, 2, 8, 4, 2, 2. Ich glaub, der bist du es? Ja, natürlich. Nee, dich rufe ich nicht an. Was ist denn, wenn ich das hier von ausmache? Kannst du ja auch noch rufen? Interessant, da fragt der Motor ja, von dem Bus an, ne? Glaub ich. Ja. Achso, hast du nicht eingebaut, okay. Oh, ich hasse Flappy Bird. Ich versuch's jetzt gar nicht. Da muss Tetris rein. Ich werf gleich jemanden mein Telefon an den Kopf. Weil ich bin jetzt bei 3, ist mein Highscore bis jetzt. Bei Tetris 3. Muss eingebaut werden. Ich schaff noch nicht mal 1 vollständig. Oh, ich hab 1,5 geschafft. Drück schön mit Leertaste, das geht besser. Ja, ist echt so. Da bist du bestimmt der Rekordhalter, oder? Da. Ich weiß ja nicht, wie stabil das Handy ist, aber ich glaube, das Busfenster ist gleich kaputt. Oh, ich bin bis 1 gekommen. Ja, ne? Ist erstaunlich. Wie macht dieses Interaktionsmenü zu? Mit Geld und alles? Backspace. Backspace. Ach jo, okay. Kann ich nicht wieder Snake haben? Nein. Und bestimmt noch. Ah, das ist ein Grund, wieso der Motor vom Bus an ist? Ja, erkannt. Ich komme nicht mehr aus den ersten Dingen, ne? Wir müssen der deutschen Umwelthilfe in die Steinvorlage liefern, dass sie wieder irgendwas verklagen können. Das Spiel ist kaputt. Drei. Oh. Was machst du da? Angeber. Ein Helikopter.
Oh, sorry. Sorry. Nichts passiert. Und hau gleich nochmal zu. Ey, das will nicht mal aufhören, hallo. Du musst das aktiv abbrechen. Ja, das geht nicht mehr auf. Abschieben. Scheiß Spiel. Kann man eigentlich den Arm, wenn man zeigt, wieder bewegen? Okay, die Astronauten sieht anders aus. Wo steht denn wo steht denn abbrechen? Wo hast du denn die Karre her? Das ist nicht wieder. Information und dann. Wieder rauf oder was? Hurra! It's me, na! Wo denn? Unter Einstellungen oder wo? Jetzt bleiben wir auch alle drauf stehen, wenn der los wird. Bestimmt! Warte. Ja. Du musst dich festhalten. Dann gehst du nach rechts auf die Animation und dort unter 8. Ich würde da oben vom Dach runtergehen. Hui! Was denn? Drück Q, wenn ihr hinten auf der Dings drauf seid. Was drücken? Q drücken! Komm runter! Dann geht hier in geht in, nicht. Doch. Doch, geht. Was macht jetzt geht. Na hier, schleichen, Deckung. Ach, Deckung. Dann rutscht ja auch nicht runter oder so. Doch. Was? Cool ist cool. Cool ist cool. Mhm. Er muss halt langsam fahren. Hui. Okay. Wow. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ich bin mir nicht so sicher, ob das der UVV widerspricht. Was? Nein. Ich töne keine Kopf, also fahr zu. Wir haben einen verloren. Hä? Bisschen Schwund ist immer. Da, nee. Fuck, macht ihr. Rico haben wir gleich verloren, wenn das so weitermacht da hinten. Darf ich schubsen? Nee. 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 Oh oh. Richtig von die Ladefläche, Schubse. Ey, nicht schieben! Nicht schieben! Interessant ist, es reicht doch, wenn man dem einfach entgegengeht. Da schiebt irgendeiner ohnmächtig auf der Ladefläche, weil der spitze Knochen hat. Was? Ich merke bis jetzt noch nichts. Spitze Knochen, es geht Tobi, geh du mal bitte zum. Können wir Riesenrad fahren? Nein. Du siehst, gibt's keine Riesenrad. Mach mal die Augen auf. Ja, mach mal die Augen auf, da gibt's kein Riesenrad. Was geht, das ist kein GTS von Andreas. Ah, warte, ich. Dann halt Achterbahn. Ich markier schon. Nee, ich hab schon. Oh. Würdest du mal bitte mit deinem Gemächt aus meinem Gesicht gehen, danke. Also ich stehe ja da schon drauf, aber wow. Ein Problem damit? Ich habe ja da kein Problem damit, aber da ist einfach zu wenig. Touché. Push noch. Ja, das auch. Hui, links und rechts. Als ja die Stepptanz-Animation. Los, gib Gas! Ja, genau. Dann steppe ich mich von der Ladefläche runter, jo. Das wäre ja richtig schade. Mhm. Man hört die Ironie. Was? Was? Oh! Ah! Schieb mich nicht weg. Da hinten steht ein Bus. Da hinten stehen viele mehr. Die sind cooler. Cooler, ja. Haha, ha, wir sind viel cooler! Haha, ha, wir sind viel cooler! Da! Bam! Sagt dir jemand, du bist runtergefallen? Ja. Meine Scheiße, Leerzeug. Medic! Was ist das denn? Party-Boss? Party-LKW? Ja, das Problem ist, meine Leertaste klemmt eventuell ein bisschen. Da war die Liegestütze. Ja. Ja, der leckt die Ladefläche sauber. Oh je. Lecker schmeckt. Mal so ein bisschen Eisen ist immer gut. Ja, du siehst ja, hier ein paar Stellen hat er schon ganz gut weggekommen. Oder so ein bisschen dancen. Oh, sorry. Das ist ja cool das? Aus, ey. Was? Astronaut am Steuer. Aua. Ihr müsst das Gleichgewicht schon halten. Das sagt der Richtige.
Du bist eine Masse zu groß, oder? Wo ist Mega denn hin? Da ist er! Rico, was machst du da? Das willst du lieber nicht wissen. Okay. Ah geil, ich kann so laufen! Dann hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer! Hoch auf unseren LKW-Fahrer, LKW-Fahrer! Na, wenn man genau genommen möchte, ist der Wastelander ein Offroad-Fahrzeug. Ah ja, und? Müssen wir verkaufen? Wer ist hier der Klugscheißer? Also solange der Astronaut drin sitzt, ist das ein Mars-Expeditionsfahrzeug. Okay, reinigen wir uns da drauf. Warum ist da ein Blutfleck oben auf dem Dach? Da hat jemand die Tage. Ja, das schränkt ja schon mal ein. Das ist nur in deinen Augen so. Warum legt sich Mega Man hin? Weil das kann. Legt sich Mega Man hin. Wow. Sind wir denn jetzt eigentlich am Stadion? Yay, Football! Wäre der direkte Weg schneller gewesen? Ich wäre schon mit Absicht hier außenrum. Ja. Ich glaube, wir wären schneller gewesen. Wäre aber viel weniger Spaß. Wohin fahren wir eigentlich? Das werden wir sehen. Oh! Oh oh! Oh oh! Ah, hey, hey! Weg von mir! Ja, genau, spreiz ruhig die Beine, du kleines Stück da unten. Mann über Bord! Mann über Bord! Mann über Bord! Das macht aber auch immer so ein Geräusch! Achtung, Roller Gang! Wir sind viel cooler! War unerwartet! Wir sind viel cooler! Wie schön, die verfeindete chinesische Loller lenken, wir müssen die Platz klaren. Wie schön die Kolonne fahren. Komm, wir fahren die alle platt! Alle zack, 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 alle neune! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Die leben! Janis! Was machst du, ey? Ich will ja das bin ich, ich bin hier oben mit euch. Ach so, wer fährt denn da? Oh, wer fährt denn da? Tobi! Tobi, wie fährst du? Das war jetzt aber schon ein bisschen peinlich, oder, vor den Rollern? Ja. Ja, ja. Jetzt mach die Roller platt. Es gibt nur eine echte chinesische Roller-Gang. Ling, ling. Ohne Roller. Ja, die haben ja getauscht gegen das Clubgefährt. Ja, okay. Man muss den Kosten sparen. Der Gangbooster sozusagen, oder was? Ach, genau. Paul von links, oder? Nee, Paul über Bord. Oh, Paul über Bord. Frau über Bord. Ich glaube, da ist mehreres über Bord. Einfach nicht zurücklassen hier. Ich bin einfach durchs Fahrerhaus da vorne, aber auch okay. Tat doch gar nicht weh. Ist die jetzt so eine kleine Vierecke gewürfelt wie das Fenster vorne? Ja. Hallo! Gay! Oh. Ich glaube, wir haben wieder mehr verloren, oder? Absteigen. Absteigen. Oh, okay. Oh, kann man auch schnell fahren. Oh, schön. Okay. Meine Gruppe, warte mal. Meine Gruppe kommt nochmal hier zu mir, bitte. Ah, oh, schön. Die sind schon neidisch, die gucken schon so behindert. Warum wir mit zwei Aufpasser haben? Nein, warum ja, wir ein leuchtendes Rentier haben? Der dritte ist ja gar nicht da. Achso, oh, wo ist der denn eigentlich schon wieder hin? Ich leuchte nicht, ich funke. Nein, das Rentier. Oh, guck mal, das Rentier leuchtet, stimmt. Ja. Ja, das bin ich. Nee, das andere. Was? Hä? Das Rentier sieht nicht männlich aus. Das ist halt zweigeteilt. Ja, das Rentier ist vielleicht divers. Ja, die einzige Lollarme hier Wahnsinn. Leuchtet. Das ja, das bin immer noch ich. Hä? Das ist, was? Habt ihr Körpertausch gemacht oh. Oder was? Nee, wir haben die Seelen getauscht. Ah, achso, oh, achso. Das ist das gleiche. Hier steht ein Boot. Jetski! Will nicht nass werden. Das heißt Segeltour. Okay. Ah, oh, geil. Was? Oh. Hallo Parallelklasse. Hallo. Oh, die 7B. Na, ich würde mal sagen, wir sind die Gymnasial und da sind die Baumschüler. Gymnasialisten. Da stehen die vorne. Das ist voll die Hauptschule. Das erinnert mich an so eine Abschlussfahrt. Hauptschule. Hauptschule. Hauptschule.
Okay, folgen Toy Story Gang. Toy Story Gang. Oh, da ist der Affe. Hallo Affe. Hi. Schön. Hallo Space Invader. Ist was leid hier. Okay, bitte kurz hier warten. Warum ich rennt warte. Der eine Typ schon wieder wie in einer Zwangsjacke? Baustil. So, was machen wir da? Ich denke mal ein Boot. Okay, alles klar. Warten. Okay, folgen. Alle? Oh mein Gott. Mach's einfach. Oh Gott. Oh Gott. Meine Mama hat gesagt, ich darf beim Mutproben nicht mitmachen. Nicht schubsen, ja? Ja. Ich bin ja kurz weg. Dann geh ich. Ich lass dir mal Vorrang, ne? Nein, ich fall auch fast runter. Okay. So ein bisschen Kacke in der Hose habe ich. Da alle schreien. Nein, Hilfe! So. Ich kann nicht schwimmen. Hä? Vielleicht liegen alle gleichzeitig an der Leiter unten. Ja, irgendwie. Ich schwimme nicht nach oben. Oh. Du schwimmst nach oben, wenn du S drückst. S? S. Ich kann mich nicht bremsen gerade. Ja, hättet ihr schwimmen lassen, würdet ihr noch aufs Boot kommen. Als ob du das vorher gewusst hättest. Ja, natürlich, die Dinger sind schwimmen lassen. Ich höre Flappy Bird im Hintergrund, wenn ich Leertaste drücke. Hm. Ey, ein bisschen das muss ich denn hier machen. Hier rüberkommen. Ich komm da auch nicht. Kann ich so ganz draufsteigen? Kann man ein bisschen mit der Schnute hier rüberkommen? Noch ein bisschen näher. Ich komm ja nicht hoch. Ein bisschen nach rechts. Ja, das hätte wenn man hier rüberkommt. Moment, wartet doch mal, bis das Boot ein bisschen näher an den Steg kommt. Dann können wir da rüber. Ihr könnt auch an die Leiter. Nee, das funktioniert anscheinend nicht immer. Ja, dann ist das jetzt so. Leiter funktioniert eher so semi-gut, ne? Ja. Geht der automatisch dran, oder was? Ja, das liegt. Der braucht bloß Schwimmflossen. Ey, Mega Man, komm mal hier rüber. Passiert nichts, der nimmt die irgendwie. Leute nicht. Mega, ja. Mega Man? Ha! Ja? Ja, wir kommen gleich auf das Boot drauf. Warte. Jetzt soll das gehen. Ja, weil höchstwahrscheinlich einer jetzt weniger ist. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Eingang. War nicht offen. Oh. Jetzt können wir alle drauf, yay! Das Boot muss also auf sein. Ah, ich versaufe. Irgendwie riecht's hier nach Furz. Ey, nicht wegfahren! Nicht fahren! Ich kann die Zahn nicht spielen. Oh, endlich. Endlich. Was hat gemacht? Ihr müsst wirklich genau bei der Leiter sein, sonst geht's nicht. Ohne zu bewegen. Das wäre ja doof, wenn du jetzt vom Dach fällst. Ach. Beschissen, das Spiel läuft noch im Hintergrund. Oh, bitte schieb mich nicht runter. Ah, okay. Das würde ich nie tun. Warte. Das schaffst du schon alleine. Auf dein F drücken. Los, Jack, halt mich. Was? Nein, nein. ich hab rumschlossen. Ich glaube, ich bin das Gummi, es geht auch. So, wo ist der mit der Schwimmflosse? Den muss ich mal Flossen rupfen. Der ist hinten irgendwo. Hier hin. Zumindest nicht noch. Ich hab irgendwie das Gefühl, als würde ich hier genauso runterschwimmen wie von der Ladefläche. Oder täuscht mich das was?
Entweder liegt es an den Schwimmflossen oder das ist hier rutschig auf dem Dach. Ich hab keine Schwimmflossen. Da ist er mit der Schwimmflosse. Guck mal her, ich ruf dir die Schwimmflossen aus. Hab ich im Gegensatz zu dir, bin ich aufs Schiff gekommen. Ich hab mal lieber mein Stimmchen auf laut stehen. Jetzt hat ein Stimmchen. Gehen wir Karten fischen. Ahoi Matrose, wirf den Anker, oder wie war das? Ich hab aber gar keine Angel dabei. Spielen wir jetzt wirklich Titanic oder warum wenn wir so schief? Das sind die Wellen. War kein Eisberg da. Ja, schon geschmolzen. Wieso, hier ist doch irgendwas Weißes auf dem Boot. Das war jetzt wieder klar, dass es dir die Computer gefällt, ne? Was? Na nix, was denn? Wow. Ich hab nur gesagt, irgendwas Weißes. Ja, ja. Ich hab nicht gesagt, dass Sperma ist. Hab er gedacht. Nee. Nein, ich weiß, du meinst den Astronauten. Genau. War Jackson bei uns in der Gruppe? Oh. Könnte sein. Dann haben wir ihn vergessen. Oh, da ist er gerade angeschwommen. Ich glaube, ich bin Nein. Kann man irgendwas gegen die Wellen machen? Dreh mal das Boot anders. Oh, bitte. Ich finde die Kabinenbeleuchtung geil. Welche Kabinenbeleuchtung? Da ist keine. Doch, ich hatte ihm genau ins Gesicht. Am schlecht bald über die Reling gekotzt. Da hätte uns jemand getroffen. Ja, ist blöd, wenn der Astronaut den Helm kotzt. Ist nicht so schlimm, drei Wettertaft regelt. Ja. Jetzt stehen wir schon wieder seitlich zu den Wellen. Ja gut, solange, die, ja. Solange der Anzug dicht ist und es nicht rauskommt, ist es nicht mein Problem. Oh oh. Irgendwie stehen wir ziemlich nah beieinander. Oh. Oh. Hui! 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 Ist das der Bumszug nach Bangkok? Hui! Hui! Was ich merke, ja, Schiffe machen Spaß. Oh, so. Alles klar. Wie viele alte Autos habt ihr eigentlich ausgeschlachtet für die Reifen? Oh, das willst du lieber, glaube ich, gar nicht wissen. Hilf doch einfach mal. Hui! Kann nicht zählen. Hui! Andere Richtung! Hui! Ja, ich bin in die Kabine. Hui! Ja. Also, ein Bootfahren wird Spaß machen, auf jeden Fall, habe ich gemerkt. Wenn man glaube auch. Wenn Halt hat und nicht angeschnallt ist, schon, ja. Ich stell dir mal vor, da stehen so viele schwer bewaffnete Tropfen, dann freuen die sich mit Hui, weil sie durch die Gegend rutschen. Du bist nicht in der Kabine, das ist teuer. Du musst dich kann rückwärts tanzen. Hey, Michael Jackson oder was? Rückwärts tanzen. Ach, du, da steht ein Boot. Und da ist eine Wand. Wir haben noch Gummireifen dran, oh Gott. Ja, da gleich spielen wir wirklich Titanic. Schnell. Können wir aussteigen hier oder was? Oh, schnell, wieder. Eigentlich nicht, okay. Da ist jemand ins Wasser gesprungen. Biegt jetzt da ab. Oh, schön. Hallo. Hast du es wieder geschafft? Ah, schön. Gleich macht's ein lautes Buff. Weil das Boot die ganze Zeit gegen die Wand fährt. Warum läuft sie auf der Stelle? Oder sieht es denn so aus? Nee, sie läuft alles auf einer Stelle, ja. Scheint Spaß zu machen. Die redet aber nicht mehr. Och, ich rede noch. Sie. Ja, ich bin sie. Du bist sie. Ich bin sie. Okay. Aber ich mach doch gar nichts, ich mach doch. Jetzt lösen wir noch schnell auf der Stelle. Lauf ich jetzt mit Mittelfinger auf der Stelle? Nein, nicht mit Stickerfinger zeigen, was soll die Scheiße? Nein, mit reinkommen oder was? Warum komm ich nicht rüber? Haben wir uns bei Kurt identifiziert als Gruppe immer? Haben wir uns immer wieder gefunden.
denn mit denen da drüben jetzt? Ich glaube, wir gehen gleich nochmal rüber. Also auf den. Ah, auf das Board. Oh oh, Massenport. Massenport! Hey, oh, oh, du. Hilfe! Juhu. Hey, was geht? Hi. Okay. Neoprenanzüge oder was? Game Crash. Oh, wer noch keine Angel hat, kannst du sich eine Angel hier rausholen. Oh Gott. ich bin hier noch nicht auf, jemand muss noch aufmachen. Oh, okay, warte. Gefallen. Ah, jetzt geht's. Jetzt? Ja. Wie funktioniert das denn? Ja, irgendwie. Einmal auf I, dann öffnet geht sich mehr. Bei euch der Kofferraum. Ihr müsst näher dran gehen. Ja, Entschuldigung, ich hab so, jetzt ein RB dazu gemacht. Ja, sorry. Jetzt nee. Kann ich's grad nicht auftriggern. Ja, hört mal auf, hier alle, gib Bescheid. So, hier hast du schon eine Angelroute? Ja. Ich hab eine. Gut, perfekt. Ich hab irgendwie. Ich bin irgendwie schneller als der Kofferraum. Und dann wieder, wenn ich alleine habe, nicht so schlimm. Nicht auf den Kopf gefallen, würde ich sagen. Meine Gruppe kommt. Komm wieder nicht in den Kofferraum rein. Ja, das ist eine Gang, ich hab euch verloren. Überlass das anderen. Genau. Ich bin eh zu ungeduldig fürs anderen. Habt ihr alle? Ich genug. Ein Megaman, bevor das Megaman. Dann gebe ich euch die. Okay. Lieber, du hast noch keine, oder? Ich hab einen. Okay, du hast noch keine, ja. Wegangeln. Hallo. Hi, na, was geht? Jetzt haben wir einen kleinen Fischkutter zum Angeln. Na, Puppe, wie geht's? Na, scheiße Bertha. Nein! Nee, David. Hä? Was? Gott. Die Zwiespältigkeit immer. Na, Chinese, bist du schön feucht? Ja, klar. Wow. Mit Anlauf und was? Na, wer, wow. So, wer? Wer? So, wer was? Wer jetzt eine Angel hat? Ja. Kann angeln, alles klar. Wie funktioniert das? Warte. Stimmt wie das? Nein! Tschüss. So, wer hat keine Angel? Wie funktioniert das mit der Angel? Der Chinese. Erklär ich gleich, wenn alle da sind. Achso, okay. Also wenn mal alle da sind. Hast du das Boot aufgesperrt, dass wir wieder hochklettern können? Mhm. Gut. Nein, der schiebt mich hier die ganze Zeit weg. Der Flash hat mich die ganze Zeit weggeschoben. Ja, über diese Ausrede. So, die geile Angelrute. So. Die hab ich jetzt angelegt. Das ist wichtig. So, also. Angel anlegen. Wenn ihr auf Inventar gibt, hat es dort wieder eine Faust. Ja. Wenn ihr dort draufklickt, ist die Angel angelegt. Ja. Wie komme ich denn hier die Leiter hoch? Faust? Da, wo ist eine Faust? Ach, hier. Das Werkzeug wird angelegt, okay. Genau. Und wenn ihr jetzt unter Equipment geht, seht ihr, dass das weiß ist, das Werkzeug. Und dementsprechend habt ihr das angelegt. Equipment. Ja. Wenn ihr da wieder draufklickt, dann ist es wieder abgelegt. Ah, okay. Wir werden gekapert. Hoch hier, ne? Da ach, das muss weiß sein, dann haben wir es angelegt. Genau. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ja, das mit dem Anlegen ist. Das mit dem Ablegen funktioniert aber irgendwie noch nicht so. Ne, das geht noch nicht wirklich. Ist jetzt? Doch, das geht. Das Ablegen funktioniert ganz normal. Einfach der, wo es weiß leuchtet und das Equipment draufklicken, ist wieder im Inventar.
Nein. Das noch eine andere. Ja, das dauert ein paar Sekunden. Einfach so Inventar nochmal aufmachen. Bei mir war es auch weg. Sekunden keine Probleme gehabt gerade. Ja, wenn ich das Inventar zumache und wieder auf, aber ist wieder ausgerüstet. Also bei mir habe ich das Werkzeug. Das ist, okay, wenn ihr nicht genug Platz in der Tasche habt. Ach so. Also was in den Rucksack packen. Aber okay, das ist jetzt auf jeden Fall bei mir. Bei mir ist die auf jeden Fall schwarz und ich habe keinen im Rucksack drin. Ja, dann ist ja auch Inventar nicht im Rucksack. Hatte gerade einen Köpfer auf das Schiff gemacht. Das sah schmerzhaft aus. Wie mir stutzig macht, mir den Rucksack bitte schon angedrückt. Ob man hinten auf dem Ding einen Hubschrauber gelandet kriegt? Nein. Locker, doch, es gibt bestimmt. Geh mal auf Equipment und dann wieder zurück, dann sollte der eigentlich wieder da sein. Müssen wir alle jetzt also, meine Angel ist jetzt weg. Dann gehen wir jetzt weiter. Erklär du schon mal deinen Leuten wegen der Angel. Vom Goldie Boy ist hier die Angel weg. Soll ich dir mal eine geben? Ich hab noch eine, komm mal mit. Können mal alle, die zu mir gehören, mit runterkommen? Ja. Oh Gott. Die Königin hat den Unterhöhlen. Oh ja, ich glaube, wir überfahren gerade ein Schiff. Ja, ja, könnte sein. Da drauf. Ja, aber wie geht's der faszinierende Winde? Mein Rucksack wird das nicht mehr angezeigt, weil ich die Angel angelegt habe. Ich geh lieber mal hier rein. Ich glaub, die dort hinten. Hey Leute, kommt alle mal hier rein. Dr. Megaman, du hast mein Schiff kaputt gemacht. Oh. Ja, hier drin lässt sich ja gut leben halt, ne? Wenn man nicht gerade vor einem Astronaut geboxt wird. Wie dann der Megaman auch noch nach hinten guckt. Rückwärts fahren. Ja klar, Schulterblick. Ach ja, mit dem Boot. Also eigentlich war ich gerade im Steuerhaus. Ich glaube, wir haben da so was Kleines wie ein Bier getroffen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns festgefahren, aber es könnte auch falsch sein. Nee, jetzt kommt's raus. Und ich auch gerade gleich. Oh Gott. Können wir da einen Fahrer bekommen? Hui. Hast du irgendein Problem mit dem aktuellen? Hui. Bedingt ja. Könnte sein, dass wir hier unten bewusstlos haben. Ja, wie geht das da hinten? Das muss ein Astronauten immer. Wenn jemand über Bord fällt, schreit einfach. Boah, da muss ich ganz schön in die Knie gehen. Oh, ich glaube, hier wird sie gleich fallen die hinten runter. Ich seh's, komm. Ich warte eigentlich auch noch drauf, dann bin ich hier mit den Außen hier. Ich kann das ein Mini machen. Gleich fallen die hinten runter, ich seh's kommen. Aber die Wellen sind mit dem großen Boot echt krass. Die angelt man. Ist sie bei dem Kleinen noch viel schlimmer? So, wenn ihr jetzt aufs Wasser guckt und E triggert, könnt ihr angeln. Mit E. Ja. Was macht Megaman da? So. Ich hab hier eine lange Route in der Hand. Alter. Hey, Dr. Megaman. Ihr Goldlöckchen hat hier irgendwie. Seht, wieso? Hier beißt einfach gar nichts. Warte, ich kann immer kurz reinspringen. Da bleibt bin ich ein Hai. Weil die roten der anderen sieht man nicht, oder? Wer angelt denn noch außer mir? Was macht Goldie denn da? Da! Also ich angel noch. Ich angel auch noch. Dann sieht man die anderen Angeln nicht. Sag mal, wer hupt denn hier? Und tschüss, Astronaut. Die Astronaut machen sie den Abflug. Microphone activated. Wofür? Willst du Wale jagen oder was? Ich bin Chinese, ich darf das, das hat Tradition. Ein Thunfisch. Ich hab auch ein frischen Thunfisch. Ja. Ein frischer Lachs. Jawohl. Ich kann nicht mehr so viel tragen. Ach, wieso fällt jetzt meine Angel ins Wasser? Aua. Ach, die wird immer ins Wasser, nur fertig geangelt hat, okay. Ja, genau. Der wird. Also Wegwerfangel, oder was? Ja, und der Fisch geht in deine Hand rein, sozusagen. Nicht in den Rucksack selber dann. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal angel, dann ist das nicht weggenommen. Nö, geht da nicht. Dann sagt er, ey, du hast deine Tasche voll. Der sagte mir aber erst am Ende, wenn ich die Leiste oben voll habe, oder? Nee, vorher hat er schon gesagt. Dann hast du noch Platz. Ja, mein Rucksack ist ja nicht voll. Oder meine. Kann man die Fische Tasche schon verkaufen? Ja, die Fische müsst ihr dann, wenn ihr volle Tasche haben, in den Rucksack tun. Die kommen immer erst in dein Inventar. Kann man die schon verkaufen?
Das zeige ich nicht. Können wir das Angeln noch abbrechen irgendwo? Wir fahren zu Captain Iglo. Captain Iglo. Was? Was? Was hätt ihr? Ich hab irgendwas oder so. Oh, eine blühte Seekatze. Kannst du mal aufhören, mir auf den Kopf zu springen? Ich hab einen Dornhai hier. Wiss haben. Da hast du wieder E-Technik oder was? Oh, oh, nicht fahren. Ja, oh, ich hab einen frischen Dornhai gehabt. Oh, oh. Ich steh im Steuer. Oh, oh. Mann, gleich bestimmt über Bord. Ja, passiert. Oh, oh. Ich rutsche hier mit der Angel durch die Gegend. Das Angel durchs Steuerhaus durch. Das wird sich wieder da hinten rumtreiben. Nee, und Palmer kann sich ja nicht bewegen. Ich bin gerade durchs Führerhaus durchgerutscht. Ich auch. Ja. Dann steht unser Astronaut da unten so teilnahmslos. Die Angelanimation mit dem X-Menü beenden. Können wir da. Mit dem X-Menü kannst du. Stimmt, du kannst die Animation mit dem X-Menü kannst du beenden. Kannst rumlaufen. Boah, soll das so sein? Ja. Alter. Wer rastet denn an unserem Boot so aus? Keine Ahnung. Oh oh. Vielleicht heißt es Mann über Bord. Stopp, was soll ein frischer Lachs. So, ich schieb dich mal ein kurz ein frischer Tittenfisch. Nee. Mach mich nicht an, Alter. Kurz auf Toilette. Hat jemand eine hat oder braucht? Inventar und die ist immer noch da drin. Also irgendeine Sarabelle habe ich bekommen. Achso, ich hab's aber nicht bekommen, also. Also Equipment und dann auch Werkzeug oder was? Von was werden wir gerade gepumpt hier? Ach, jetzt, ja. Ja gut, dann passt das. Wenn man die Animation abbricht und aufhört zu angeln, angelt er weiter. Aber man kann rumlaufen. Alter, der Dauerhupe ab. Gar niemand. Und wer hupt? Doch, Anker geworfen. Ich höre ja die ganze Zeit das Schiffshorn. Ja, ich auch. Wer hupt denn hier so laut? Alter, da hinten. Das andere Kackboot. Nein, das ist so laut, nee, das ist nicht das andere Boot. Das ist echt? Hier nichts. So. Ja, wirklich. Kann ich da einsteigen? Natürlich. Ich will nicht doch mit einem Stopp. Steig mal ein und guck mal einmal. Ah, besser einsteigen hilft. Einsteigen hilft, okay. Oh, danke. Oh, danke. Oh. Jetzt geht's bei mir los. Ist das hier ein Armandage? So, jetzt ist es fertig. Wahrscheinlich voll, oder? Okay. Ja, ist voll, aber ich muss auch zweiter Mal drücken. Was ist das hier? Jetzt vielleicht? Achso, wenn ich mein Inventar komplett geleert hab. Ja, muss auf jeden Fall. Platz brauchst du. Da ist einer im Wasser. Hi, na, wie geht's? Was muss ich machen? Auf Equipment? Ah, ich bin auch im Wasser. Das muss ich zweimal machen, dann hat er das bei mir in die Kasse gefallen. Hat sich durchs Boot gefallen. Bleib ich halt hier stehen, bis wir weiterfahren. Ach, ich angel da mal noch nicht. Viel Spaß da unten. Frau über Bord. Oh oh. Warte, wir haben jemanden verloren. So. Komm, Rico, wir angeln nochmal den Runde. Alles klar. Und höchstwahrscheinlich werden wir erstmal gleich quer durch das Boot geschoben. Okay, das freut mich. Ah, guten Ruf. Was hast du denn schon alles gefangen? Eine Seekatze, einen Tintenfisch und. Was haben wir denn noch? Thunfisch. Lachs, Thunfisch und. Ich hab nochmal, glaube ich, einen Lachs eben gerade gefangen. Konnte aber jetzt nicht mehr sehen. Gegenstand abgelegt. Ich hab's nicht. Lass dich auf jeden Fall den Abend damit aufhalten, ne? Ja, dann. Wenn man da noch mal einen Lager vorher, ne? Ja. Das war bei mir auch. Ah, und das Schlimme ist, ich krieg's gerade so spontan echt Hunger auf, irgendwie Fisch. Einen schönen, ja, so, wie, so einen schön pochierten Fisch. Nee, ein Fisch. Oh, ist Stress, dass das beendet, um werden die Server geschlossen, danke für, oh nö. Ey, wir haben noch 9 Minuten Zeit, um Punkte machen. Oh, aber Mensch. Mehr, okay. Okay. Ja. Ja, frisch, das sind Fisch. Aber dass die Angel einfach nur weggeworfen wird, das ist auch ein bisschen blöd. Ja. Das ist, keine Ahnung. Machen wir. Gut, im Endeffekt siehst es nur du, also. Oh, 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 oh. Kann Fische freilassen. Oh! Oh je. Weggehen von da. Von da. Geil. Danke. Oh, ein frischer Lachs. Was hab ich denn alles gefangen? Frischer Lachs, ja, frischer Lachs, Tintenfisch, na, du? Thunfisch. Ja. Man muss voll seekrank. Und gehen, noch ein frischer Lachs. Ja, geht so. Willst du einen Dornhai haben? Immer noch nicht. Nein, danke. Immer noch nicht. Also zwei frische Lachs drin. Ja, ich angel mal nochmal. Frischen Tintenfisch? Nee, auch nicht. Hallo! 21.30 Uhr. Lachs? Der hat mir zu viele Tentakel. Oh, Uff, Schnee. Oh. Uff, kalt, ja. Nee! Weise rieselt der Schnee. Oh, na la 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 la.
das Papier. La 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 la. Ich glaube, ihr habt irgendein optisches Problem. La 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 la. Der fährt jetzt raus mit uns. Ja, ich bin das die Meer. Das wilde Meer. Das ist kein Schnee, das ist Asche. Asche. Sind wir hier in Silent Hill oder was? Ja, oder es sind Partikel von den Bibel hier. Ich hab's vorher. Ja, Feinstaubplakette, hör nicht mehr. Ja, genau. Oh, Alter. Ja, wer war das denn? Das kommt später, lass das. Ja, dann, wenn das so ist, ne? Ja, ist ja gut. Okay. Also bei mir regnet. Oh. Nee. Bei mir auch. Tschüss! Es schüttet das Schaffen! Ey, wollen wir nicht zum Abschluss einfach mal alle gemessen ins Meer springen? Ja, aber sonst, also ich, auf Rage habe ich schon gesinkten Regen, also. Ist aber eigentlich nicht. Sonst immer nur. Hier gibt's Dornhaie? Ja und? Die hast du gefangen, also. Ja, aber nur ein Spiel hast du den eingestochen. Naja. Gute Nacht, ich geh mal baden, wenn ich hier runterkomme. Hey. 9 Minuten hast du noch, nee, sehr Simulator. Was kannst du eigentlich? Also wann ist raus? Um 21.30 oder was? Jo. Ja, nein. Ja. Dann so kurze Nachbesprechung. Warum endlich mal wieder das Mal und dann Feierabend. Dann wir verkündet, dass morgen dann werden, Start ist. Dann werden wir bezahlt. Wer ist da gerade runtergesprungen? Das ist eine gute Frage. Das ist aber nett. Schwebt bei euch ja auch ein Hut in der Luft? Nö. Beschreib mal den Hut. Das ist mein Hut? Ja. Warte. Und er schwebt halt über dem Rettungsring. Ist er weg? Nein. Jetzt hast du dupliziert. Oh. Okay. Warte. Der Wagen gehen. Na gut. Also im Rucksack ist nicht genügend Platz für ganz viel Fisch, oder? Geht eigentlich. Oh. Wir haben da einen Blitzer unter Wasser. Hä? Hä? Den Diesel einatmen. Das hält jung. Der Feinstaub. Hä? Schützt die Lungen. Mir reicht der grobe Staub. 5 Tage die Woche. No. Oh. Wird jetzt lokal noch Schiff fahren. Wer schon keiner sieht, wer es ist. Wow. Alle tot. Die Mauer. Die Mauer. Die Mauer. Schlägerei. Kalt. Hey. Oh, da ist eine Mauer. Oh. Ich angle immer noch. Das wird mein Grenzposten sein hier. Wow. Ja, viel Spaß. Guckt es euch an. Genießt die Show. Wo ist ja. Kurt? Eure Ausreise wurde genehmigt. Holy shit, man. Guckt es euch an. Fünf Flossen, das waren Schneeschuhe. Hm. Weiß nicht, wie lange. Oh, hier wäre die Vielzeitung wegen. Weiß ich nicht. Ja, bitte. Ich hab meinen Gruppenleiter verloren, ich nehme einfach das Handy. Ich nehme einfach einen neuen. Und dann mal.
Ich glaube, das ist einfach nur eine Explosionsschutzwand für die Tankstelle dahinter. Meinst du, du kannst nicht fahren oder warum? Ja, ich nicht, klar. Aber ich habe da Dashcam-Videos aus Russland. Können wir als Cops nachher die Zäune dazu sperren? Ha? Ich will, dass Liam so ein bisschen öfter läuft. Au. Schmerzen. Alter! Langsam gewöhne ich mich dran. Sorry, das war ein bisschen zu hoch. Ja. Janis, Alter. Ich hab da mal einen anderen Blick auf die Mauer. Es sind aber einige. Aber. Ja, wir sollten mal kurz warten, weil hier, wie gesagt, einige tot sind. Oh. Auf und zu spenden sind genial. Ups, das sind wirklich tot. Das sind einige tot. Oh, Moshpit, der erste Moshpit auf dem Server. Drei Tote. Ey, da kann Nacki das Fehler fixieren. Ja, dann guck mal einmal nach wegen den Namen, dann ziehen wir die wieder hin. Der Astronaut hat heute ist noch schon geil. Onno Charms ist drauf gescheiße, Mann. Onno! Ja, ich bin auch schon zu mir. Aber warte mal, haben wir die Verbandskasse in den Tag? Der funktioniert nicht. Da ist noch ein. Also, Brian und Bigus müssen wir gleich nochmal kurz porten. Weil der andere, der Harry Smuggles, der ist egal und Onno Charms auch. Nee, hat er nicht. Hat noch jemanden Verbandskasten? Ich bin auch fast tot. Problem. Ja, oder so. Keiner mehr einen Verbandskasten über. Also meiner hat nicht funktioniert. Also wenn ihr gleich drauf geht, bedankt euch bei der PL. Also, das heißt, nochmal den Sturz halte ich glaube ich nicht aus. Ja, das ist halb fern. Also ein Port kommt noch. Ja, wobei, Mülleimer haben auch Potenzial. Das ist, glaube ich, Sinn der Sache. Ich weiß, beides hat Potenzial. Ich würde mal jetzt gerne noch und Mülleimer um zu gucken, ob mein Haus auf der Innen- oder auf der Außenseite ist. Ja, das ist... Ich sag dir, wenn die despawnen hier. Ich würde es echt gerne wissen, ey. Ah, okay, das ist natürlich bad. Dann hat jemand gerade Medic-Fraktion dran von uns. Doch hier Eva bei getestet. Eva bei getestet, Tony. Der Last Port. Aua. Immer wieder scheut in euch zu sein. Wo sind wir? Ja, letzte Stelle. Dann machen wir für heute Schluss. Alter. Okay. Ja, wollte ich eigentlich, aber. Wo ist das hier? Gesetzt, das macht's keinen Sinn. Das ist Harmonie. Kannst selber gucken, wo wir sind. Waren auch nur zwei Spieler, also die anderen beiden sind ja egal. Das ist Harmonie. Geil. Geil, wie so Fires und Sven nice, waren nice, das, ne? Nice. Jetzt noch ein Weihnachtsbaum. Noch nicht mit drin. Dann, ne? Oh. Ich glaube, das war der Sinn dahinter. Ein paar Los Santos. Lustig. Und die haben sie auch noch bezahlt. Bei Chinesen Lolla-Gang wird trotzdem Los Santos übernehmen. Die kommt aus dem Norden, vermute ich. Kugelrute unter der Dings durch. Dann grabt ihr einer. Wer will eine frische Seekatze? 2,50. Ist das auch artgerechte Haltung? Ich biete ja, Bornheim in meiner Hosentasche. Ja, ich habe gerade den Kugel frisch freigelassen. Hier im Schnee. Ja, geil. Kugelfisch. Ey, da laufen welche weg. Ich komme mit. Kugelfisch? Danke. Kugelfisch. Und ein Tintenfisch. Was ist? Hab ich hier nicht einen reingehauen? Nö. Okay. So, Server wird jetzt ausgemacht, also nicht erschrecken. Ja, gut, na. Ah, jetzt könnt ihr, jetzt ist egal. Auf den Baller! Scheiß Baller! Tretet ihn! Tretet ihn! Jemand mal kurz einen Raygun? Ah, scheiße, das wär's jetzt gewesen, ne? Oh! da ist was Großes. Was? Mach zu!
geswitcht. Ich weiß nicht, was los ist. Also. Haley? Hm? Kommst du mal kurz? Musst du mir mal kurz? Oh, Discord und TS gleichzeitig. Aua. Sorry. Was war der jetzt? So, warte, ich nehme bitte mal die Leute noch. Ruf mich mal hoch, bitte. Wohin hoch? Irgendwo hoch. So, bitte nicht alle auf einmal reden, sonst muss ich wieder zumachen. Dann könnt ihr Fragen stellen noch, wenn ihr was Offenes habt. Your channel was edited. So. Solange ihr reden könnt, testet. Hallo. Hallo. Hey, nicht so, schüchtern. Also, ja, könnt ihr ruhig loslegen. Oder? Wann geht's los? Angeln. Nur vor See oder überall? Ich glaube, der die Frage gestellt hat, wurde gerade rausgemoved. Im Klo. Ich glaube, im Pool angeln ist ein bisschen schwer. Nee, nee, es geht mir darum, musst du mit dem Schiff raus oder kannst oder du... Oder kann man auch am Pier angeln. Ist, am See oder am Pier. Oder im Fluss. Ja. Es gibt, also dazu kann man, glaube ich, sagen, es gibt da einen Hashtag für... Serverregeln. Den ich eigentlich nicht hier zitieren will, weil es eigentlich nicht in gehört. Find's in-game raus? Uff. Noch nie gehört. Wasserfragen. Dann brauche ich keine Fragen stellen, alles klar. Also es wurde vorhin die Frage gestellt, ja, Sven ist noch Single. Also. Kannst du mir noch seine Nummer geben? Aber das. Wer ist Sven? Da ist die Datenschutzverordnung leider, schiebt dann Riegel vor. Ach, schade. Ich will schon selber fragen. Nee, ich bin von Haus aus schüchtern. Das ist okay, der auch. Der redet jetzt auch nicht. Wann kommt der nächste Stresstest? Das ist eine sehr gute Frage. Wird angekündigt werden. Nicht beantworten. Gestern war ja der 6.12. 6.12. PG-Game raus. Seit gestern ist ja die Alpha gestartet, so. Wie waren bis jetzt die Zahlen? Also, es ist ja so, dass wir jetzt im Endeffekt erstmal eine Fehleranalyse machen. Das heißt, wir werden jetzt alles zusammentragen, das, was wir heute rausgefunden haben. Und je nachdem, wie lange das dann dauert, das im Script wieder umzusetzen von den Devs aus, wird dann der nächste Stresstest halt darauf folgen. Aber erstmal wird das korrigiert, dann hallo wird's irgendwann announced. Hallo. Alle? Ich hab mal wieder alles verpasst, ne? Das ist aber dafür habe ich was mitgebracht, wenn ich schon alles verpasst habe. Was denn? Release-Datum. Achtet doch mal auf den Discord News-Channel. Janis? Warten jetzt bitte. Achso, ja, jetzt. Ja. What the fuck? Nee, wenn du gerade keine Zeit hast, dann nicht. Nee, jetzt glaub nicht. Janis, du darfst, nee, das ist ja ganz, du darfst verkackt jetzt auf Enter drücken, ne? Ist doch schon drin. Ist doch schon drin. Discord ist da. Okay. Ja, die Discord-Server sind gerade ein bisschen am Rumspielen. Die Discord-Server sind heftig. Dann machen wir es anders. Das hier posten vielleicht. Haus doch hier mal rein, Janis. Nice! Ja, mit dem Lied weiß ich nicht, ob es ein Troll ist, ne? Man weiß ja nicht. Troll des Jahres, ey. Wäre aber gemein. Das macht man nicht. Beste Clip ever. Okay, Wochenende RIP. Morgen? Also, morgen Abend, unglaublich abends. Uhrzeit machen wir noch fest, aber morgen Abend. Wir freuen uns auf euch alle. Könnt ihr RP spielen. Jetzt ist es. Ab wann hast du gesagt? Laufe des Abends, Uhrzeit, machen wir noch fest jetzt. Also, es ist kein Troll, oder? Nee, das ist ernst Troll. Gemeint. Ist ernst gemeint. Uff. Nice. Endlich wieder was am Wochenende zu tun. Uff. Also ab morgen, okay. Bester Trailer ever. Wer auch immer diese Musik ausgesucht also, hat, bitte. Ja, passende Musik. Gehaltserhöhung bitte für die Person. Gehaltserhöhung auf jeden Fall. Wurde simpel gehalten, das ist perfekt. Da ist einfach genau das drin, was ihr wissen müsst, und das ist perfekt verpackt. Also ich habe auch eine Frage. Ist das eine 1. Ja, was möchtest du wissen? Kann jemand mit mir das Whitelist-Gespräch führen? Ja, irgendwann. Ja. Dann gleich. So, übermorgen, halbe Stunde. Okay, wenn du kommst, gerade mal kurz mit hoch.
Ja, mach ich. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr hier bleiben. Einfach Supporter, wenn sie sich hier noch hier befinden. Ja, ich bleibe auch hier. Ansonsten bis morgen. Ah, Discord ist auch wieder da. Also ich hätte... ich hätte da noch eine Frage eventuell. Ja. Und zwar, es war ja irgendwie die Rede, dass man am ersten Tag noch nicht in die Fraktionen ist, oder ist das jetzt falsch? Erst am zweiten. Okay. Ja. Das heißt, man darf nicht am Anfang gleich erwähnen. Ja, beim also ja. Das ist deshalb gesagt worden, weil wir natürlich ein recht kleines Support-Team aktuell noch haben, aus einem guten Grund. Und die im Moment alle eingebunden natürlich sein werden. Ne? Also wir gehen einfach mal davon aus, ihr wollt ja natürlich alle so schnell wie möglich auf diesen Server. Dementsprechend auch durch diese In-Game-Whitelist-Gespräche. Das heißt, auch die Fraktionsleute werden oder der oberste Rang in der jeweiligen Fraktion wird wahrscheinlich natürlich irgendwo in diesen Gesprächen sein. Und wir haben gesagt, okay, bevor die nicht so wirklich durch sind oder man die dann nicht weglassen kann, sollten wir erstmal die Fraktionen nicht öffnen. Ja, weil es sieht ja komisch aus, lauter Polizisten da irgendwie oder lauter was weiß ich nicht da. Das wird sich wahrscheinlich nicht, ja, wahrscheinlich wird es nicht der ganze Abend sein. Aber wir haben erstmal gesagt, okay, ne, wir sagen erstmal nix irgendwie, nix in die Fraktion. Bekommt ihr noch eine Info, denke ich mal. Da hätte ich nämlich die Frage halt gehabt. Geht mein Tee sitzen oder was ist da jetzt los? Ja, ja. Oh, da hätte ich jetzt die Frage gehabt, zum Beispiel, was ist, wenn eine Person pro Fraktion dort steht und du kannst halt dort hingehen und sagen, ja, du bist da jetzt, ja. Bist halt versetzt worden oder sonstiges. Ja, wir werden euch nicht alleine lassen, also um Gottes Willen. Das auf keinen Fall. Allerdings denke ich, wenn man einreist oder wenn sein Charakter, der jeweilige Charakter dann einreist, vielleicht, keine Ahnung, muss er ja erstmal seine Koffer ins Hotel bringen oder sonst irgendwas oder irgendwo anders hin oder ne, irgendwie so. Und dann lass das Ganze langsam angehen. Der Server ist nicht nur morgen da. Also ab morgen ist er, wenn alles gut geht, dauerhaft da. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind, wenigstens mal einen anständigen Server. Ja, das werden wir sehen, ob er anständig ist oder nicht. Ich meine, das liegt zum großen Teil an euch und allen neuen Spielern. Klar, natürlich auch an dem Team. Aber ja, wir machen, weiß ich nicht, das aus dem Server, was er denn letztendlich ist. Ne? Also, ja, wir haben die Basis, aber was der Server letztendlich ist, ist halt das AP. Und das liegt zum großen Teil auch an euch. Genau. Wenn ihr schon so eine große Vorlage geliefert habt mit Möglichkeiten... Ich glaube nicht, dass das jetzt, ich sag mal, scherze wird in dem Fall, ne? Ja, wir wünschen uns wirklich ein hohes RP-Level. Klar, es kann immer mal, also, ne, irgendwie was geben. Aber bitte versucht euch da in irgendeiner Art und Weise dran zu halten. Aber Marcel, wir sind ja in der Closed Alpha. Ja. Und deswegen erwartet ihr von uns sicherlich auch, dass wir weiterhin Feedback geben, was Fehler und sowas anbelangt. Auf jeden Fall. Das sollen wir in Discord schreiben. Was ist denn, wenn wir, sag ich mal, so Art Vorschläge haben, was jetzt kein Fehler ist, sondern sollen wir das auch irgendwo committen oder gehen wir euch damit auf den Sender? Nein, nee. Ihr könnt das sehr gerne, also ich freue mich besonders auf diese Geschichten, dass man sagt, hey, irgendwie, das wäre cool für Zukunft hier und da. Postet das im Forum, es gibt extra, warte mal, wer schreibt da? Ja, sehr gut, genau, Verbesserungsvorschläge. Da gibt es extra einen Beitrag für, spammt den voll ohne Ende, guckt natürlich vor, ob es da schon zu was gibt, ja, aber spammt ihn voll, wir freuen uns darauf, weil genau das werden Sachen sein, die wir uns später angucken werden. Die gucken uns nicht sofort an, ist klar, ja, weil wir erstmal natürlich mit den Bugs zu kämpfen haben werden oder anderen Themen halt, um das Ganze stabiler noch zu machen, aber danach ist das genau das, auf was wir eingehen werden. Weil manchmal ist es ja auch, dass man irgendwie, irgendwas ist halt, funktioniert nicht richtig. Und dann denkt man sich, okay, wie kann man es machen, dass es funktioniert? Und dann ist dazu schon irgendwie ein Verbesserungsvorschlag, den man einbauen kann. Genau. Deswegen, das ist immer ganz gut. Also das meiste wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen da umgesetzt, sondern eher dann, sobald alles stabil läuft. Aber ja, schaut euch nicht da was reinzuhauen, ist halt wichtig. Und nicht nur auf Ingame-Funktionen basierend, sondern halt auch, wenn es da eine Serverregel gibt, wo ihr irgendwie sagt, oh, das fehlt mir hier. Da wird ja schon reichlich diskutiert, gerade über eine Regel. Oder sowas wie jetzt zum Beispiel die Ninja-RP-Regel, wo alle im Whitelist gesagt haben, oh, die ist irgendwie nicht richtig gut. So, das braucht ihr jetzt nicht reinschreiben, weil die diskutieren wir nachher noch. Aber bei sowas, wenn da irgendwie was auffällt, dann einfach reinhauen erstmal. Wir sind jetzt schon in der Closed Alpha. Gelten da jetzt schon alle Hardcore-RP-Regeln oder ist es dann immer noch so, dass wir uns, weiß ich nicht,
herumrennen können und Sachen testen können oder so. Wenn, ja, ja, wenn morgen der Server online geht, geht er mit all seinen Serverregeln und allgemeinen Regeln an den Start. Ja, ihr sollt testen, natürlich, dafür ist diese Kloster Alpha, aber ihr sollt während eures normalen RP-Verhaltens testen. Ja, okay. Alle anderen Sachen, die wir wohl gesagt haben, okay, es muss keiner wie wild durch die Gegend rennen und überall E drücken oder sonst irgendwas, das hätten wir nämlich dann jetzt bei diesen Tests gemacht oder haben es halt in der Vergangenheit schon gemacht. Ihr spielt euer ganz normales RP, ja, und wir gucken, was wir mit den Daten anfangen, die ihr letztendlich generiert im Hintergrund und wenn euch was auffällt, natürlich dann bitte weiterhin posten, ja, genau, dafür ist die Close Alpha da. Okay. Ne? Also weil den Charakter, den wir uns morgen anlegen, das ist dann auch unser Charakter. Das ja. wird euer Charakter sein. Geht erstmal davon aus, dass das euer Charakter sein wird, ja? Genau. Vergesst nicht, Schuhe zu kaufen oder auszuwählen, ne? Ja, vor der Fahrschule ist alles voll gefusselt von Socken. Ja, ist ja, ja abartig. Wir schicken nochmal die Stadtreinigung heute Abend durch und damit es morgen alles sauber ist. Letztes Mal sah der Server auch aus wie Chaos, als ich danach rübergegangen bin. Das stimmt allerdings auch. Ja. Überall Autos, ey. Keiner hat aufgeräumt. Wie ist das eigentlich mit Restarts geplant? Weil die Autos waren ja bisher immer da und ich dachte nur, das bei Restarts. Wird das einmal die Woche nur gesäubert oder einmal im Monat? Oder weil, wenn jetzt natürlich 200, 300 Leute kommen und jeder lässt sein Auto irgendwo rumstehen. Ja. Dann wird das Server rucki zucki voll und ich glaube, es fängt an zu laggen und des irgendwie GTA ja, ja. und so einen ganzen Kram. Habt ihr da schon was geplant? Ja, also an sich wird es keine regelmäßigen Neustarts geben. Wenn sowas ist, dass man halt sieht, okay, jetzt langsam ist es ein bisschen voll oder es kommt halt sowieso mal ein Update, was jetzt ja in der ersten Zeit eh der Fall sein wird, dann startet der Server neu. Mit den Autos, das wollen wir halt mal beobachten, wie viel das tatsächlich wird. Weil man natürlich auch im RP Abschlepper hat, Polizei hat, die dafür sorgt, dass da ein bisschen weggeschafft wird. Was der Fall sein wird, das wird jetzt auch ins Lexikon nochmal kommen, im Laufe der Nacht oder morgen über den Tag hinweg, ist, wenn ihr was in Mülleimer packt, Mülleimer werden alle um 6 Uhr morgens gelöscht quasi einmal, dann ist die Müllreinigung durchgegangen, damit die halt einfach leer sind. Und Taschen, da ist es so, dass die nach 24 Stunden nach dem Ablegen verschwinden. Wenn du eine Tasche auf den Boden legst, 24 Stunden später, wenn sie dann keiner aufgehoben hat, ist sie weg. Damit bei den beiden halt einfach nicht zu viel. Autos war bald ein bisschen schon aufs RP. Hört ihr das schon mal gut an? Aber das mit den Taschen und dem Mülleimern, das wird auch im Lexikon nochmal stehen, dass jeder halt vorher Bescheid weiß. Dass man jetzt nicht denkt, okay, wir stellen das mal 2 Wochen da ab, die Tasche, da wundert man sich, oh, warum ist sie weg? Okay. Von euch noch so eine Art Tastaturbelegung oder irgend sowas? Ja, kommt auch. Das kommt. Also das Lexikon bin ich tatsächlich in der gerade nebenbei, wo ihr auf dem Server wart, schon dabei irgendwie am Basteln. Das wird unsere Nachtschicht heute sein mit dem Lexikon. Das ist hoffentlich bis morgen. Naja, komplett fertig wird es noch nicht sein, aber mit den wichtigsten Sachen halt. Ne? Ja gut, die gewissen Grundsachen kennen wir ja jetzt schon, wie man isst, trinkt, genau. Inventar und so weiter. Also das ist ja nicht viel schlimmer, aber wenn es halt irgendwas Spezielles noch ist oder so. Das macht ihr schon, denke ich mal. Naja, das kommt alles. Würdet ihr uns empfehlen, so ein Videoprogramm laufen zu haben? Ja, bitte. Hundertprozentig, definitiv. Also, ja, ich würde halt empfehlen, also wer es halt kann, ich finde am praktischsten Nvidia Shadowplay, weil man dann immer im Nachhinein aufnehmen kann, aber sonst PlayStation. PlayStation frisst keine Performance, läuft irgendwie auf jedem PC. Ja, also das müsste jeder hinkriegen. Aber günstiger wäre das von Nvidia, meinst du? Ja, ist halt so ein bisschen. Aber bei manchen spackt es halt ab, ne? Also manche kriegen halt die Fehler. Ja, wobei das Ding ist, an sich ist PlayStation so oder so besser, weil Shadowplay müsstet ihr halt dann theoretisch noch irgendwo hochladen und so. Bei PlayStation müsst ihr einfach nur das Ding einmal auswählen, welchen Clip ihr wollt, und dann lädt er den automatisch auf PlayStation hoch. Da müsst ihr noch nicht mal irgendwie auf YouTube oder so. Nächste Frage wäre eigentlich von mir: Wie sieht es eigentlich mit Streaming aus während der Closer da? Ist es dann schon gestartet oder noch nicht? Ja, kann ich was zu sagen? Also hättest du jetzt die Frage nicht gestellt, hätte ich was dazu gesagt. wir werden das Ganze, also es ist morgen mit dem Start, Stand jetzt, noch nicht erlaubt. Wir werden das so schnell wie möglich, reinbringen, ja, weil wir das natürlich auch wollen, dass wir sagen, okay, ne, man kann streamen. Also dann bitte ein bisschen drauf achten, dazu wird es dann im Forum was geben, beziehungsweise ne, wir spammen das ja sowieso in den Discord auch nochmal rein, einfach drauf achten. Ganz zum Start erstmal noch nicht, aber wie gesagt, das ist Stand heute, vielleicht, keine Ahnung,
fällt uns über Nacht auch noch was anderes ein und wir sagen ja, einfach mal gucken. Die nächste Frage, sprich streamen, muss man sich da beim, ich sag mal, im Fall Support anmelden für so eine Streaming-Lizenz oder? Aktuell, auch das, ja, ich weiß, was du meinst, das ist auch noch nicht zu 100% klar, aber eins kann ich schon mal sagen, es wird nicht so ablaufen wie bei Project 5, ja, wer das noch weiß. Da haben wir es ja genauso gemacht. Werden wir es deutlich vereinfachen und vielleicht nur irgendwie nochmal, weiß ich, einen Step höher machen, wenn man auf die Startseite möchte oder sowas. Aber das steht noch nicht hundertprozentig fest. Erstmal gucken wir, ob wir generell das erlauben, also zu wann wir das erlauben können. Mhm. Und alles Weitere machen wir dann im Nachhinein. Ja. Cool. Mit den Fraktionen wurde ja vorhin schon mal angesprochen, am ersten Tag ja noch nicht. Melden sich die Fraktionsführer am zweiten Tag bei einem oder müssen wir dann selbstständig einfach meinen, doch, jetzt könnte ich da mal hingehen, so nach dem Motto, oder gibt es da irgendwie eine Absprache oder nicht? Ja, da weiß ich wieder nicht, was die einzelnen Fraktionsleiter geplant haben. Also ich kann das nur für meine sagen. Ich hoffe, dass, wie gesagt, dass man am ersten Tag abends noch in die Fraktion gehen kann. Das ist eigentlich mein großer Wunsch, dass man nicht bis zum zweiten Tag warten muss. Am besten mit dem jeweiligen Führer nochmal der Discord am besten Kontakt aufnehmen, wenn er nicht da ist und schreiben, wie er es gerne haben möchte. Genau. Also das ist ja im Endeffekt ja eigentlich dann, wenn man es genau mit Metagaming, deswegen will ich das ja vorher mal ansprechen. Ja, das ist schon, ja, richtig. Ist ja so. Ja, stimmt. Am Anfang werden wir ja einen kleinen Anschubs geben müssen, ne? Weil, klar, ist ein bisschen schwierig. Ihr kriegt eine Info von uns. Okay, das wäre super. Ich hätte eine Frage bezüglich jetzt der Physik in Game, weil wenn man jetzt, ich hab's ja ausprobiert, wenn man jetzt noch so gegen eine Wand hüpft oder sowas, früher ist man ja dann, sag ich mal, dagegen gestoßen und Ragdoll Physics mäßig auf den Boden gefallen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das hat jetzt heute in dem Bild noch nicht funktioniert. Ist das dann ab morgen dann drin? Nee, Ragdoll ist nicht drin, weil wenn du Ragdoll drin hast, dann ist es wie auf anderen Servern, dass die Spieler in der Luft rumfliegen und schweben und sich drehen wie so kleine Kreise. Okay. Das ist draußen das Ragdoll. Deswegen hat man da ja für Todesanimation und sowas Eigenes gemacht. Ich habe heute eine Ragdoll aber gesehen, glaube ich, nachdem jemand halt irgendwie auf dem Schiff da irgendwie umgefallen ist oder so. Ja, auf dem Schiff, da ist es tatsächlich so ein bisschen wackelig, sag ich mal. Da kann es dazu kommen, weil das halt 100% gesinkt ist. Aber so, ich sag mal, wenn du überall anders unterwegs bist, gibt es kein Ragdoll. Auch nicht, wenn du irgendwie stirbst oder gebockt bist. Sah immer ein bisschen komisch aus und darum haben wir gesagt, nee, ist nicht cool. Ja, man kennt das ja, wenn jemand stirbt irgendwie und dann schwebt derjenige so, das ist unschön. Jetzt, da ja morgen das RP dann offiziell beginnt, wie ist es dann? Medics sind ja dann morgen noch nicht da. Wenn ja jetzt morgen ein Unfall passiert oder sowas, einer liegt auf dem Boden, der hat dann wahrscheinlich erstmal eine Not-OP, da ja am ersten Tag nichts da sein wird, richtig? Wo sind denn die Medics? Achso, du meinst ganz am Anfang. Ganz am Anfang, ja. Ja, ich hoffe... Ja, vielleicht ist der ein oder andere da. Wenn nicht, dann ist es halt wirklich eine Notbehandlung. Ist aber dementsprechend ja nicht sonderlich schlimm, weil ihr das RP-Wissen nicht verliert und auch sonst nichts verliert. Es sei denn, ihr habt am ersten Tag illegale Waffen oder so, aber ich glaube nicht, dass ihr das habt. Ich hoffe auch nicht, dass ihr gleich nach 10 Minuten auf dem Server sterbt. Also wenn ja, dann macht ihr irgendwas falsch. Charakter gleich löschen. Dann könnt ihr gleich woanders melden. Wenn ich nicht, wie gerade eben schon vorgeschlagen wurde, erstmal in den Häcksler im Flughafen geführt werde. Ja, nur gut. Da ist ein Häcksler. Schwund ist halt überall. Es wurde gesagt, da gäbe es einen Häcksler. Zumindest sagte Kurt das. Oder... Ach so, das ist der Raum, wo man nicht hingeführt werden will vom Einreisebeamten. Wer hat das gesagt? Tom hat gesagt, er ist ein Raum für gescheiterte Whitelistler. Ja, das ist der Häckslerraum. Genau so kann man es nennen. Ja. Das war jetzt ganz schön gemein von Tom, aber ja. Ja, das ist ja so. Das ist dann immer gelogen. Ja, der Häcksler. Ja, ja. Ja, was soll er sonst sagen? Da ist halt der Charakter. Keiner weiß, was dahinter ist. Und ich hoffe, ihr wollt es nicht herausfinden. Nein. Eine Müllpresse. Hab ich doch gesagt, der Häcksler. Was man noch sagen kann, bevor es jetzt unerwähnt bleibt, also wir haben ja noch haufenweise offene Alpha-Bewerbungen, wo wir jetzt gesagt haben, okay, für die Stresstests nimmt man die jetzt erstmal nicht, da langen 50 Leute, sonst wird es halt zu viel durcheinander. Jetzt im Laufe der nächsten Tage, beziehungsweise der kommenden Woche,
gehe ich mal davon aus, dass wir die nächsten Alpha-Bewerbungen halt auch noch annehmen werden, dass einfach der Server ein bisschen belebter ist. Ja. Ja, die Leute können sich ja weiterhin bewerben. Genau, und so nach und nach werden wir. Und wenn wir uns dann irgendwann sicher sind, dass wir sagen, okay, ne, das ist alles cool, wir haben genug Daten gesammelt, keine Ahnung, die Wirtschaft ist nicht komplett abgefuckt oder sonst irgendwas, dann werden wir halt auch die nächste Step machen. Was hoffentlich dann halt auch nicht so lange dauert, aber das kann halt noch keiner sagen. Da haben wir wirklich noch kein Ziel. Ne? Ja. Danke für das Retten meines Wochenendes. Dann hat man ja morgen in-game praktisch dieses Einreisegespräch. Ne? Ja. So ist es, ja. Und wenn man da abgewiesen ist, kommt man dann in Auslieferungshaft oder hat man da noch ein Rechtsmittel dann? Dann kommt der Häcksler. Nee, dann, also letztendlich ist es so, sagen wir es mal, wie es wirklich ist. Also morgen ist es so, dass ihr euren Charakter erstellen könnt, sobald ihr halt das weites Gespräch im TS hattet, also die Regelabfrage. Stellt ihr den Charakter, spawnt am Flughafen. Ich denke mal, da werden wir auch einen Zeitraum machen. Oder das dann über Discord absprechen, dass auch jemand da ist. Weil da können wir jetzt natürlich nicht mit den Supportern den ganzen Tag abdecken. Ne? Sagt ihr, okay, ich bin jetzt am Flughafen, dann kommt ein Supporter rein. Ja, ist abgesprochen, aber ist halt jetzt für so einen kleinen Ansturm beste Lösung. Ja, genau. Aber dann hat man da dieses kleine Einreisegespräch, was halt wirklich nur RP ist. Es ist, da wird nichts mit Serverregeln angesprochen oder so. Ne? Ihr seid in Character, der Support ist in Character. Ja, und würde euch so ein bisschen wahrscheinlich über die Background-Story ausfragen und so. Und zukünftig wird auch noch darauf geachtet, ob die Leute ein gutes Mikro haben und so weiter. Was ja jetzt hier sowieso schon ist. Wenn man zu zweit einreist, kommen beide gleich mit zu dem Vorschlag. Je nachdem, wie der Einreisebeamte das macht. Also wenn das jetzt zwei Kollegen sind, die sagen so, ja, nee, wir wollen beide ein Einzelnes, dann kriegen die ein Einzelnes. Aber wenn es ein Ehepaar ist, was sagt, wir wollen zusammenreisen, dann ist da halt die Möglichkeit. Also das ist wirklich ganz, wie es im RP dann abgesprochen wird. Ja, und wenn ihr dann bestanden habt, dann ist es so, dass ihr halt quasi durch die Tür dürft, dann seid ihr draußen in der Welt, könnt spielen. Und wenn ihr abgelehnt wurdet, dann werdet ihr ja, in den Raum gebracht, da aus dem Spiel gekickt. Und dann gibt es halt eine gewisse Zeit, in der ihr dann wiederkommen dürft. Jetzt noch nicht festgelegt ist. Genau, wir hoffen ja, dass es keiner von euch, dass es keinen von euch trifft. Ich denke auch nicht, dass es irgendjemand treffen wird, weil wir haben ja gezielt die Leute ausgewählt, die jetzt da sind. Wegen kein ausgewählt, wenn wir davon ausgehen würden, dass derjenige jetzt nicht besteht. Also. Wegen dem Gespräch zu den Regeln, wann ist denn da morgen jemand da? Einfach vormittags vorbeikommen, oder? Einfach in TS setzen, genau. Also eigentlich ist immer jemand von uns da. Mit der Vorbereitung für morgen meintet ihr also die Regelabfrage, die heute schon einige gemacht haben, richtig? Ja, genau. Okay. Cool. Dann habe ich das schon mal hinter mir. Das wird ja später dann auch für die, wenn es dann wirklich live ist, wird das alles übers Forum, über den Bogen laufen. Jetzt ist es halt erstmal ja, provisorisch gehalten. Ich überlege, ob ich es morgen im Sand setze, damit ich den Häcksler sehe. Das will ich an deiner Stelle. Ich hätte dir auch sagen können, da liest ein Einhorn hinter. Ich habe dir einfach irgendwas gesagt. Kannst du ja ein beliebiges YouTube-Video einspielen. Ich habe eine Frage. Ja. Muss man dem Flughafenangestellten die Wahrheit sagen über die Geschichte? Wenn man da illegale Sachen zum Beispiel gemacht hat? Also stellt euch das so vor, wenn ich da mal kurz eingreifen darf, stellt euch das so vor, ihr seid schon mal in einen Urlaub geflogen und seid wieder nach Deutschland zurückgekommen. Dann landet ihr am Flughafen und ihr müsst bei der Zollbehörde vorbei und euren Passport zeigen. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung dafür. Was ihr daraus macht, ist euer Ding. Also ihr habt jemanden vor euch stehen, der fragt dich, wer bist du, wo kommst du her, was willst du hier? Und dann müsst ihr sagen, wer ihr seid, wo ihr herkommt. Ja. Es ist ja nirgendwo schriftlich vorher geschrieben worden, das heißt, es gibt doch nirgendwo jemanden, der was abgleichen kann. Seid kreativ. Da fällt mir jetzt gerade was ein. Weil... Und was ich noch dazu sagen will, damit die Gespräche für uns auch ein bisschen interessant werden, Supporter werden auf das RP eingehen. Also wenn ihr euch was Kreatives ausdenkt, ja, und nicht der Supergute seid, der nur Gutes will, überlegt euch was, ja. Es gibt nicht nur einen Weg da. Stimmt, genau. Es gibt nicht nur einen Weg durchzukommen. Schieß mich durch. Ja, aber da wir noch kein Geld haben, wahrscheinlich, wenn wir einreisen, können wir ja nur unseren Körper anbieten, oder was?
Ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn ihr kreativ seid und die kreativen Wege nutzt, wird es mehrere Wege geben, aus diesem Flughafen rauszukommen, als nur den einen über den Einreisebanden. Also wir haben tatsächlich, als wir darüber nachgedacht haben, schon ungefähr 50 Ideen gehabt, wie man da durchgehen könnte, was man so alles erzählen könnte, was dann wohl nicht so im Legalen wäre. Und vor allem auch, wie wir das dann machen. Bitte? Kann ich mich im Koffer von meinem Kollegen verstecken? Brauche ich aber einen großen. Boah, die Frage ist, wie das ist RP verpackt, aber mit dem Endgame raus. Blöd ist, wenn die Zollbeamten eine Taschenkontrolle machen. Das Ding ist ja auch, jetzt mal aus Supporter-Sicht gesprochen, der da die Gespräche machen wird. Ganz ehrlich, versucht doch einfach mal so einen Supporter an die Wand zu spielen. So, warum müssen wir euch immer was vorgeben? Probiert es doch selber mal aus, uns um die Nase zu wickeln. So. Weißt du, ganz ehrlich, also. Einfach ausprobieren. Ist doch auch mal schön, wenn dann ein Supporter da vor euch steht und ihr den so an die Wand gequasselt habt, dass der nicht mehr weiß, was er sagen soll. Also weint auf dem Boden kniet. Ja. Sind die bewaffnet? Pins in-game raus. Christian, das schaffen wir zu zweit. Aber ich habe gehört, dass die Einreisebeamten sehr guten Kontakt zu den Loose-Beamten haben. Die sitzen am gleichen Kaffeetisch. Geht schon los. Das sind nur Gerüchte. Ach Leute, das wird schön, ey. Ich freue mich schon richtig drauf, echt. Oh ja. Gottes, back ein paar Kekse, wir bestechen die alle. Ja, die nehme ich einmal selber, die Kekse. Das mit RP, alles klar. Wir werden eine geile Zeit haben. Und wenn mal kein Supporter da ist, wenn ihr das spawnt, wenn wir irgendwie 10, 20 Minuten Verspätung haben, weil wir irgendeinen anderen Kram machen, könnt ihr ja auch schon RP in der Halle machen, ne? Ihr habt ja da Möglichkeiten zu interagieren und. Ja. Genau. Ihr seid da ja mit allen vor Ort, die quasi warten, ne? Von daher ist das eigentlich ganz erträglich. Ich denke mal, dass man dann auch aufgerufen wird, oder? Ja, du musst erst eine Nummer ziehen. Achso. Okay. Wird man dann sehen. Je nachdem, wie viel los ist, je nachdem, wie viele gerade warten. Wo kriegt man eine Nummer hier, wenn ich mal so fragen darf? Ach, da vorne steht dann einer oder geht er zu dem, fragt, wann bin ich dran, dann sagt der, jo, hier sind die beiden, die warten vor dir, du bist der Dritte. Das wird ganz individuell gemacht, so ganz, ganz entspannt. Ihr macht das schon. Ist ja bei euch jetzt auch der erste Test noch mit den Weitwissgedöns, ne? Ja, wir haben immer so ein bisschen untereinander schon irgendwie so Spaßgespräche gemacht, aber klar, so der richtige Ablauf ist es jetzt für uns halt auch neu. Ich glaube, es ist halt nicht nur für uns neu, sondern so hat es halt tatsächlich noch keiner gemacht. Also es ist ganz was Neues. Man weiß halt nicht, wie es läuft. Das ist dann der Stresstest für die Supporter. Ja. Ja. Als wenn wir den nicht schon öfter hatten. Hoffentlich können die RP spielen. Sonst haben wir ein Problem. Da würde mich wundern, wenn nicht. Würde mich auch wundern. Ich schnell, dass ich morgen nicht da bin. Oh, kann ich nicht rein. Ich kann übrigens auch nicht. Oh nee, Tom, ehrlich? Ich dachte, wir machen unser Ding. Ja, darum ja. Wir wollten morgen Wellness machen. Come on. Ich bin ganz kurz oben. Nein, dann musst du es alleine machen? Dann muss ich mir doch irgendwas anderes ausdenken. Ich bin morgen natürlich am Start. Oh Gott. Endlich wieder das Wohnzimmer bespielen. Das macht mich nur freut. Wohnzimmer bespielen. Die Sache ist, ihr sagtet ja gerade eben von wegen den Supportern den Körper anbieten, bla bla bla. Wie willst du denn Leuten noch einen Vortrag halten, wenn du vorher hingehalten hast? Also, ich weiß nicht.